Hallo Ole! Matthias! Na, mein Bester! Na, was gibt's Neues? Ja, nicht viel, ne? Heute total verpennt, ey. Oh, ich muss gerade Sound, ich habe gerade doppelt und dreifach Ohr. Ach, ja, so ist besser. Ja, so. Ja. Ja, heute ein bisschen verpennt, muss ich sagen. Und bin da echt. Ich habe gestern Abend bin ich ja relativ früh um 1 pennen, dann dachte ich mir so, stehe ich heute ein bisschen früher auf. Und weißt du, was war? Nix, nada, niente. Ne? Also bei mir war es wirklich so, dass ich, weiß ich nicht, bis 5 Uhr oder 6 Uhr morgens habe ich erstmal Westworld geguckt oder so. Kennst du Westworld? Hast du das selber schon mal geguckt? Habe ich auch nicht geguckt. Nee, ist gut, sagst du? Mhm. Hat mich halt voll in den Bann gezogen. Ne? Also ist auf jeden Fall eine ganz coole Serie. Also ich weiß nicht, ob die von Netflix ist oder so. Ich glaube, teilweise hat mir gerade ein Viewer gesagt, dass ich... dass man das auch im Fernsehen gucken kann, aber ich gucke es halt wie gesagt auf Netflix und ja, wie gesagt, dann war ich um 6 Uhr und dann bin ich erstmal aufgewacht um 12 Uhr und dachte mir so, Alter, du fühlst dich echt wie so ein Stück Scheiße und dann habe ich mir gedacht, musst du mal weiter schlafen und weißt du, wann ich denn aufgewacht bin? Erstmal um 16 Uhr, ey, und dann, ja, morgen wieder arbeiten, das läuft, ne, meinst du? Wann bist du heute aufgewacht? Ich bin so, weiß nicht, so zwischen 7 und 8 bin ich irgendwann aufgestanden. Zwischen 7 und 8. Wow. Ja. Hast du ein kleines Mittagsschläfchen gemacht wieder? Oder? Nee, hast du gestreamt, ne? Ich hatte gestreamt, aber ich hatte dann vorhin nach dem Essen, ich habe mir erst was zu essen gemacht und dann habe ich mich nochmal hingehauen. Ja. Ja, Genau. Ich hab mich gewundert, weißt du, weil du gestreamt hast und mein Kanal hat irgendwie den Noob Exile gestreamt. Dann habe ich gerade noch mal in die Dings geguckt und dann steht da halt drin, irgendwen aus meiner Liste hosten. Und jetzt habe ich es so eingestellt, dass man halt nach der Reihe, also dass du als Erster gehostet wirst, weil ich habe mich gewundert, warum du nicht auf dem Kanal läufst. Aber ja, ne? Keine Ja, Ahnung. ja. Ne? Ja, nö, keine Ahnung, was da los war, ne? Nö. Ja, also ich habe jetzt schon ein Genau. bisschen was vorbereitet natürlich, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt halt so direkt starten wollen. Hast du schon was Gutes gegessen oder? Ich hab heute schon was gegessen. Ich habe heute gefüllte Papier gegessen. Wir hatten heute. Der kulinarische Ole. Hast du selber Ja. gemacht oder was? Die hatte ich vorbereiten lassen von dem Schlachter meines Vertrauens. Mhm. Also richtig Und lecker, ja. Gefüllte Praktika. ja. Was machst du da? Machst du noch warm oder was? Ja, also noch warm machen und dann so ein paar. Ich habe normalerweise mache mal klassische Reis dazu. Ich habe dann diesmal aber Spätzle dazu gemacht, weil so ein bisschen Variation ist ja gar nicht verkehrt. Ja, also Spätzle, gefüllte Paprika und ich habe heute noch gar nichts gegessen. Aber du weißt ja, was ich immer am liebsten esse und das werde ich mir wahrscheinlich gleich mal bestellen. Also später vielleicht, nach unserer Runde. Ja, Pizza macht Spitze. Ich musste gerade eben mal kurz mal Skillpunkte hier verteilen, weil Aha. die denkst du musste. Hast du schon ein bisschen was eingekauft für unsere kleine Aktion am Ende? Den Soulmantle, den habe ich schon. Den okay. habe ich schon. Ja, ich weiß, ich habe gerade noch ein paar Tipps bekommen, was man da alles, aber ach, machst ein bisschen was. Aber ich habe jetzt auch gar keine Skills zum Töten mit drin. Also das wird auf jeden Fall ziemlich witzig, sage ich mal. So, Leute, also ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen was vorbereitet, ja. Heute geht es einfach um drei Themen. Wir werden erstmal anfangen und reden erstmal so ein bisschen über das Race, weil das ja das aktuellste Thema ist. Danach geht es ein bisschen über die neue League natürlich. Da habe ich mit Ole schon ein bisschen drüber geredet und ja, was wir so von der League-Mechanik halten. Und ihr könnt natürlich auch immer im Chat mitreden. Der dritte Punkt wird ein bisschen ein Fun-Punkt. Da wollen wir mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Das haben wir uns einfach spontan mal ausgedacht. Heute sind wir ja das erste Mal in der Lion-Eis-Taverne. Lion-Eis-Taverne hat Ole, glaube ich, sich den Namen. Hast du dir ausgedacht, ne? Ich glaube, das war eine Freundvorstellung. Ich bin nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass es einer von den Führern war, aber ich glaube, es war meiner. Mhm. Alle Ich glaube, das war Garantie. Von dir. Also ich bin mir fast sicher. Also Leiner als Taverne passt halt einfach ganz gut, ne? Und ja, das soll im Prinzip unser neues Format werden, dass wir uns immer so zu interessanten Gegebenheiten treffen, uns immer, ich sag mal, es soll vielleicht einmal im Monat sein oder vor einem League-Start
oder wenn irgendwas Besonderes passiert ist oder wenn wir einfach mal Lust haben. Ja, Ole und ich haben auch schon gesagt, dass wir uns auch mal zwischendrin mal treffen und einfach mal so ein bisschen vielleicht irgendwas Besonderes spielen, ein bisschen zusammenspielen und uns das, sage ich mal, als kleines Nebenformat auch nochmal überlegen. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, bei uns geht es eigentlich immer vorwärts. Ole hat ja auch das Hörbuch, ist ja auch mit dabei und ich sag mal, ist gerade dabei, den zweiten Teil zu machen. Vielleicht hören wir heute auch noch mal ein bisschen was dazu. Und ich bin ja auch immer einer, der ein bisschen was Neues ausprobiert. Die Leiners Taverne, erstmal nur mit Ole und mir. Wir wollen vielleicht doch mal in der näheren Zukunft noch den einen oder anderen Dritten mit drin haben, aber wir wollen auf jeden Fall Leute drin haben, die solide dabei sind und die im Prinzip Lust haben, halt auch mit uns ein bisschen was zu starten und auch wirklich, wo man wirklich nicht irgendwie 5 Minuten vorher, wo bleibt die Person? Ach, der, was weiß ich, ist nicht da, hat keinen Bock, hat nicht abgesagt. Sowas halt, das ist halt nicht schön. Deswegen machen wir das erstmal mit uns beiden und ja, gucken einfach, wohin uns das führt, ob das Spaß macht, ob euch das natürlich auch Spaß macht. Und das wird so im Prinzip unser Ding. Einer hat es vorhin schon gesagt, so ein bisschen B-Class, aber so soll es überhaupt nicht werden. Wir wollen einfach unser eigenes Ding machen, wollen ein bisschen Spaß haben, ein bisschen reden und einfach uns unterhalten über so ein paar aktuelle Themen in PoE, ne? Und darum soll es heute gehen und das ist so erstmal so dieser Rahmen von heute. Ne, Ole? Oder würdest du sagen, das habe ich auf den Punkt gebracht, ne? Besser geht's nicht. Ja, besser kann man es nicht sagen. Besser kann man es nicht sagen, genau. Und genau, also wir fangen direkt mal an und zwar, Moment, ich muss mal kurz hier, ich habe hier im Hintergrund ein Video ablaufen. Ach du Scheiße, wie sieht mein Desktop denn aus? So, ja, wir wollten erstmal so ein bisschen über das Race reden. Im Prinzip, das Race hat ja jetzt vor, wann hat es angefangen, Ole, weißt du das? Vor knapp einer Woche, Eine ja. Woche, ne? Also läuft jetzt ungefähr eine Woche und einen Tag oder 2 Tage, ne? Ja, und das Race halt wie gesagt hochgelevelt und so weiter hat auf jeden Fall einiges an Spannung gebracht, finde ich persönlich. Ja, oder erzähl mir doch einfach mal, du spielst glaube ich Solo Selfound, hast du mir erzählt? Ich spiele Solo Self und ich habe heute, nach knapp einer Woche Race, habe ich jetzt heute endlich Facebreaker gefunden. Ach Also, was! ja. GZ, ey. Ja, also eine Woche gefarmt, das ist sozusagen, das finde ich total krass, weil sonst Facebreaker ist so ein Unique, was du sonst eigentlich hinterhergeschmissen kriegst, da kannst du dich gar nicht vor retten. Kriegst du nach einem Tag im Trade, kriegst du für 1k hinterhergeschmissen. Und ich habe wirklich eine Woche gebraucht, um die zu finden. Das ist echt lustig. Also Solo Selfound ist sozusagen ein komplett anderes Spielgefühl. Ich habe bis heute Two-Handed gespielt. Krass. Und Ja, erzähl ruhig weiter. genau, und heute sogar live im Stream gefunden. Endlich. Gleich dann umgebaut und dann musste ich mir noch eine zweite Tabula zusammenfarmen, weil ich wollte die Omnivine, die hatten 691, dann hatten sie Tabula? jetzt die Faceback hatten 691 Ah, okay, und ja. dann habe ich meine Tabula halt sozusagen beim gewendet. Ich spiele ja mit der Belly und deswegen dafür eine Wein opt und die Wein drauf gehabt und dann hatten sie 624. Und dachte mir, das ist vielleicht ein Also, aber bisschen wenig. du hast aber nicht die Belly Sechsling, die weint, oder? Nee, ich habe nicht die Belly, die weint. Ich hab die Facebreaker, die weint. Nee, ich habe die Tabula gegen die Wein eingetauscht. Ja, das ist okay, das macht mehr Sinn, Genau, und dann habe ich mir heute noch eine zweite Tabula gefarmt, weil 624 erschien mir ein wenig wenig. Jetzt habe ich sie auf 742, die Facebreaker. Nice, nice. Ja. Und hast du auf jeden Fall den Damage-Zuwachs, hast du das gemerkt oder war das eigentlich mit Two-Handed eigentlich auch ganz easy? Mit Two-Handed ging es auch, weil ich habe ja dementsprechend die Sachen beschleunigt ausgelegt. Aber es fühlte sich mit Two-Handed fühlte sich nicht ganz so smooth an, weil mit Two-Handed kannst du halt keinen Shield Charge verwenden. Und ohne Shield Charge mit Leap Slam, das fühlt sich so verkehrt an, wenn du durchhüpfst wie so ein Gummibärchen. Ja. Und deswegen
Ja, hast dich aber auf jeden Fall gefreut. Klar, du hast mir ja auch die ganze Zeit erzählt, dass du die ganze Zeit Facebreaker. Hast du die einfach so random gedroppt oder konnte man die farmen? Gibt es irgendwie so eine Facebreaker-Karte oder sowas? Es gibt eine Prophecy, aber die Prophecy habe ich noch nie gesehen, wo du halt sozusagen so Facebreaker droppst. Dann habe ich versucht, noch mit dem Ancient Orb habe ich noch versucht. Wenn ich mal wirklich eins voll hatte, habe ich Faust Handschuhe raufgeschmissen. Und dann hat die Base, die haben auch eine Base, die habe ich in meinem Blutfilter halt auf ganz groß gemacht, mit dem Sound. Und den versucht zu chancen, aber letztendlich war es einfach wirklich ein Drop. Letztendlich war es in der Karte wirklich ein normaler Drop, der halt wirklich jetzt erst nach einer Woche kam. Ja, also auf jeden Fall spannend, so ganz anderes Denken auch, ne? Also, Ja. ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wo ich mir irgendwelche Items herbekomme, weißt du, sondern ich kaufe mir die einfach fertig, so, ne? Und ja, hört sich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr interessant an. Macht es dir denn persönlich Spaß, also soweit, dass du sagst, das könntest du dir noch mal ein zweites Mal vorstellen, oder ist das eigentlich nur so, wo du jetzt sagst, okay, du hast ja auch das erste Mal ausprobiert, oder? Ich hatte, als wir von unserer Gilde, als wir dieses Solo Cellphone Race gemacht hatten, bis Innocence, da hatte ich schon mal 2 Wochen Solo Cellphone gespielt. Und ich fand es sehr, sehr großartig. Und ja, es macht Spaß, aber ich würde es nie für eine komplette League machen. Es wäre halt wirklich, wäre mir halt dann zu krass. Und vor allem kommt jetzt bei dem Challenge erleichtern dazu, das hat unheimlich viel gelobt. Es ist zurzeit sehr, sehr leicht, sozusagen sich die Maps und die Currency zum Craften etc. zu sustain. Wenn man jetzt sozusagen eine ganz normale League spielen würde, hat man natürlich wesentlich weniger Drops und es wird noch schwieriger, weil ich habe jetzt meinen Atlas in Solo Safe auch schon über 90 und das ist natürlich nur möglich, weil jetzt ich habe da Random Harbinger, ich habe da Perandus, der mir Sachen gibt, ich habe da Breaches, ich habe da Abysses, ich habe alles drauf und überall kommt Currency und Items und Unix und alles, nur also nicht, die man haben will. Und deswegen, jetzt zur Zeit ist es halt wirklich sehr, sehr leicht. Was halt noch die Schwierigkeit ist, man muss sich halt ein Bild aussuchen, den man kennt. Weil auch wenn zur Zeit sehr, sehr viel droppt, ist halt nicht gesagt, dass man wirklich das droppt, was man haben möchte. Also man muss jetzt sozusagen wirklich einen hier Bild zu spielen, der wirklich gezielt auf die Core-Items setzt, sozusagen mehrere Core-Items hast, ist schwierig. Aber man muss halt wirklich gucken, was für Alternativen gibt es zu diesen Core-Items, sonst hat man da keine Chance. Das ist ja auch ziemlich schwierig, muss ich sagen. Ne? Also wenn du dir so vorstellst, so dass du, ich sag mal, wirklich ein Item brauchst, ja, dann du hast ja keine Möglichkeit, das irgendwo herzubekommen, außer du suchst dir wirklich ein Bild aus. Du hast ja deinen Facebreaker genommen, deinen Totem War Chief, den du ja in- und auswendig kennst. Den kannst du wahrscheinlich im Schlaf runterrattern, den Skill Tree. Den hast du ja schon so oft gespielt und deswegen auch, oder würdest du da im Prinzip sagen, sollte man Builds spielen in Solo Cellphone, die man auf jeden Fall schon kennt, oder würdest du sagen, ist das nicht so relevant? Kommt drauf an. Also in meinen Augen macht es Sinn, Bild zu kennen, weil da kann man besser mit dem Skilltree improvisieren oder man hat genügend Knowledge über das Game hat, wenn man sozusagen weiß, was man stattdessen nehmen könnte, weil das ein Bild ist, das man noch nicht kennt. Was halt jetzt sozusagen, wenn man halt sich ein Bild nimmt, wenn man sich sagt, boah, der hört sich geil an, aber eigentlich noch nicht so weiß genau, wie der Skilltree aufgebaut ist und was es für Alternativ-Item gibt und so, dann sollte man es nicht machen. Da rate ich jeden von ab, dann sollte man es wirklich sagen, geht in Trade League, versucht das zuerst mal, weil sonst ist es wirklich sehr, 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 sehr schwierig und ich glaube, es kann auch sehr, 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 sehr frustrierend Ja, werden. klar, natürlich, ne, wenn du nichts findest. Hattest du denn so andere, also jetzt Facebreaker, klar, aber hattest du denn so auch Probleme, andere Currency, weil ich meine, du brauchst ja, Tabula kann man sich ja gut farmen, ne? Aber so Fusings oder da irgendwas zu bekommen, hast du da irgendwas Spezielles gemacht, irgendwie die Master extrem hochgelevelt oder so? Also die Master sind natürlich wichtig, man muss jede Master Mission mitnehmen, damit man halt sozusagen die ganzen Crafting-Rezepte kriegt. Die sind ja in Solo Safe noch viel, viel, viel relevanter, viel, viel, viel interessanter als in hier Trade League. Weil Trade League kannst du immer noch sagen, wenn du deinen Master nicht hoch genug hast, kannst du einfach fragen, Mensch, Kumpel, hast du deinen Master hoch? Kann ich bei dir mal kurz hier was Natürlich, craften? ja, Oder du klar. holst das Item da irgendwo. Da ist es noch viel, 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 viel wichtiger, die dann halt wirklich hochzukriegen. Und sonst muss man halt viel von diesen Vendor-Sachen Gebrauch machen, sozusagen die Sachen, die man sonst nie benutzt. Weil du kannst ja in jedem Akt zum Vendor gehen und für 4 Jewelers kriegst du ein Fusing. Also kannst du sozusagen diese ganzen Vendor-Geschichten, die ganze Low-Tier-Currency hochtraden, sozusagen, dass du sagst, ja Mensch, ich habe jetzt wieder hier 400 Jewelers voll, das sind wieder 100 Fusings. Ja.
Man darf bloß halt nicht den Fehler machen, dass man sich alle Judas wegballert, weil ab und zu braucht man halt auch ein paar Judas. Von die muss man halt viel, 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 viel mehr Behalten benutzen. und gucken, dass man da auf jeden Fall nie dry geht und gucken, dass man da halt nicht übertreibt, so von wegen, wenn ich irgendwie anfange, irgendwas zu craften, haue ich das Ding halt komplett leer dann, ne? Und das würdest du nicht empfehlen. Nee. Nee, also man sollte mal gucken, dass man halt wirklich halt sozusagen die Currency sozusagen immer guckt, dass man von jedem ein bisschen was hat. Und die Currency hat auch einen völlig anderen Wert, weil hier ist es halt wirklich so, dass die Currency wirklich nur zum Craften brauchst. Also sozusagen, hier brauchst du nicht sozusagen zu sagen, Mensch, ich sammle hier mir Chaos bis zum Ende, weil ich will mir das und das traden. Oder auch, was hier halt viel mehr wert ist, der Chaos-Orb, weil du ihn halt zum Maps umrollen brauchst, zum Items umrollen, Strongboxen umrollen, dafür nimmst du Chaos-Orb. Und was hier halt nicht so relevant ist, ist der Exalted-Orb. Man braucht ihn einfach nicht, weil man so selten Items, die man wirklich slammen will, der hat überhaupt keine Relevanz. Entschuldigung, ich musste gerade dich, also Schleicher meintest, du bist verdeckt. Verdeckt. Ja, du bist verdeckt, genau, deswegen musste ich gerade. Ist es jetzt okay? Ihr müsst, glaube ich, alle nochmal refreshen, Leute. Dann könnt ihr, glaube ich, Ole auch sehen, ne? Entschuldigung, Ole, ich konnte gerade nicht zuhören. Kannst du es nochmal wiederholen, ganz kurz, was du gesagt hast? Ja, ich habe das halt gesagt, dass sozusagen die Currency halt einen völlig anderen Stellenwert hat. Sozusagen Ja. diese Currency, die wo man sich im der Trade League wahnsinnig darüber freut, wie ein Exalted Orb hat in den Solo Self-Hunt, hat Ja. überhaupt nicht so eine starke Relevanz. Hast du denn schon einen Exotic gefunden? Nee, ich habe ein paar Exalted Shards, aber Exalted auch habe ich noch nicht gefunden, ne? Aber Wie viel Fusings hast du gebraucht oder Jewelers Fusings für dein Fünfling? für den Fünfling, das habe ich mit Vorrichtung gemacht, weil ich hatte zuerst 25 Fusings draufgehauen, da ist kein Grauen, da ist kein Fünfling draus geworden und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt Safe-Variante, habe ich mir die 150 Fusings zusammengefarmt, das hat so ja, 2 Tage ungefähr gedauert und dann das über Vorrichtung gemacht und dann Fünfling gehabt und jetzt habe ich das Glück gehabt, ich habe noch eine zweite Belly gefunden, die habe ich jetzt in meinem Stash und da schmeiße ich dann immer, wenn ich genug wie ein paar Fusings zusammen habe, schmeiße ich da drauf und wenn ihr 6 lang wird, habe ich Glück und wenn nicht, dann spiele ich im Fünfling weiter. Ja, cool. Also, und ich meine, bei 5 Link reicht der eigentlich auch, oder? Wie war das mit den Gems? Hast du die schon geflippt jetzt? Bestimmt, ne? Ja, die meisten sind jetzt schon auf 20% und das habe ich auch so klassisch gemacht, weil hier kriegt man ja noch weniger die Gem Cutter bei Prism zusammen hier, dass man die genügend hat, um die halt Klar, so auf natürlich, 20 zu holen. ja. Und deswegen habe ich das hier wirklich auch mit dem Flippen gemacht, um Hättest da ja halt halt auch zum Beispiel Lapp ein bisschen farmen können mit dem, aber das Lapp magst du, glaube ich, nicht so oder so, ne? Lab habe ich so ein paar Runden versucht. Ich habe ein paar Runden hier Crew Lab, weil Crew Lab ist halt sozusagen noch ein ganz entspanntes Lab. Du hast auf keinen Fall eine Golden Tor. Die Traps sind auf Crew Lab halt Das wirklich wusste ich noch nicht, okay. angenehm. Und du kommst halt wirklich gut durch, weil Crew Lab ist halt von den Layouts und von den Räumen her eigentlich genauso wie Normal Lab. Bloß halt ein bisschen höher im Level. Du kriegst dann halt noch ein paar andere Items, noch ein bisschen andere Currency. Also insofern ist für solche Sachen, selbst wenn man halt keinen Lab macht, so wie ich, weil ich überlapp, bin ich absolut kein Freund von, ist CrewLab noch eine gesunde Alternative. Jetzt, nachdem die auch vor, ich glaube, 2 Leaks, dass das dann so stark reduziert hatten mit dem Lab, dass das erste und zweite Lab halt wirklich signifikant einfacher sind, da ist das halt nämlich noch eine gute Alternative. Auch trotzdem Aber den Vorteil eines Labs zu bekommen, aber halt nicht diese ganzen Fallen da zu haben und diese Golden Doors und kriegt man denn als Erlös da irgendwas raus, oder? auf jeden Fall, also ich habe da mehrere Aziri-Sets zusammenbekommen, ich habe mehrere Unix Im bekommen, Crew-Lab? ja, im Crew Lab. Im Crew Lab kriegst du Oder auch im Aziris, Mercy-Lab? im Crew, ich habe im Ernsthaft Crew, jetzt? Das ist ja, ja krass, ey. Da da habe ich mir kriegst du noch nie auch, Gedanken drüber gemacht, aber anscheinend, wenn ja. das gut ist, ne? Ja, also ich bin davon echt begeistert, vor allem Unix ohne Ende, Currency und auch aus den Kisten kriegst du auch Currency, auch Hyter Currency kannst du aus den Kisten schon Crew Lab kriegen. Also hohe Currency oder was?
Ja, auch hohe Currency. Also du kriegst auch Sextanten, Chaos Orbs, hier Exalted Orb hatte ich auch schon im Crew Lab. Dieses Mal ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, aber im Exalted Orb hatte ich auch schon im Crew Lab. Also von der du kriegst da auch im Crew Lab schon richtig coole Sachen. Klar, die Enchantments, da kannst du drauf einlassen. Die sind halt Ja. nicht so der Burner. Kannst du eine Schuhe, ne? Ja, Schuhe und Gloves, aber das ist, die sind natürlich halt alle nicht so der Burner, da kannst du sagen, boah, damit wirst du eh nichts. Aber die sind ja halt natürlich auch nicht so interessant, weil Enchantment nimmst du eigentlich nur für deine Klasse und wenn du ein gutes hast, lässt das, weil Traden machst du ja nicht. Also von daher ist es wirklich nur die Sachen, die droppen, sind interessant. Ja. Aber im Prinzip ist es ja auch so bei Solo Selfhound, dass man da auch, ich sag mal, von Anfang bis, also wenn du jetzt Solo Selfhound jetzt deinen ersten Charakter jetzt spielst, was du ja tust, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich fange jetzt Solo Selfhound in der normalen Liga an und du hast ja das Gear trotzdem weiterhin, ne? Und da kannst du im Prinzip deinen ersten Charakter, kannst du Totem Warchief spielen, ne? Brauchst kein Gear. Zweiter Charakter kann ja je nachdem sein, was du dann droppst, ne? Auf jeden Fall, also da hast du, wenn du sagst, okay, ich will jetzt noch einen zweiten Char spielen, dann muss man hier so flexibel sein zu gucken, okay, die und die Items, was kann ich damit machen? Oder man versucht halt gezielt einige Items zu farmen, weil einige Items kann man ja wirklich gezielt farmen. Wenn man sagt, meinetwegen zum Beispiel, als blödes Beispiel, da fällt mir jetzt gerade spontan ein, ich brauche für mein nächsten Bild unbedingt einen Headhunter, da hat man ja die Möglichkeit, sich mit Royal Chambers da halt einen Headhunter zu farmen, auch auf Solo Selfhound und also von der das geht. Gut, jetzt in Solo Selfhound und ein Headhunter-Bild würde ich jetzt nicht machen, aber gibt es bestimmt auch genügend Leute, die sagen, ja, ich will das. Ja, ein Headhunter-Bild, genau. Ja, ich meine, klar, ne? Wenn du dann die ganze Zeit Burial Chambers da farmst, dann kannst du sicherlich deinen Solo-Self und deinen Headhunter holen. Oder auch alles andere. Aber ich finde auch das ist eigentlich ganz witzig, so dass wenn Exalted droppt, da freut man sich eigentlich nicht so sehr. Ich wette mit dir, du hast dich bei Facebreak hast dich viel mehr gefreut, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob das geklippt wurde, aber ich bin richtig eskaliert sozusagen. Also Ja, das war. muss ja auch sein. Ich meine, das ist ja, ne, wenn du das hast, das ist ja eigentlich das einzige Item, was wirklich. Hast du dir denn auch, sag ich mal, mit Physical Damage, hast du selber was gecraftet? Hast du viel gecraftet? Oder warst du da eher so ein bisschen verhalten, hast du gesagt? Ich meine, was machst du mit Chaos zum Beispiel, ne? Chaos benutzt man, um alles Mögliche umzurollen, um Maps umzurollen, um Stormboxen umzurollen, wenn da mal eine Kartographer oder eine Diviner und sowas ist, weil die Divination Cards sind ja trotzdem nicht zum Verkaufen, sondern weil einfach weil coole Items rauskommen und coole Currency. Die Kartographer sind halt natürlich auch sehr, sehr, sehr interessant, weil Maps, sozusagen, das ist halt noch eine zusätzliche Möglichkeit, an Maps zu kommen, weil Maps kaufen geht ja nicht. Und deswegen kann man Chaos auch für solche Geschichten gut nehmen oder halt um irgendwelche Items zu craften, aber bei Items zu craften sind meistens die Essenzen noch besser, als wenn man da halt mit Chaos spammt. Wenn man halt sozusagen, man muss halt auch die Essenzen alle mitnehmen, weil da gibt es ja dieses eine Contempt. Ja, stimmt, die Physical Damage drauf machen, ne? Oder Life, oder was war Die, das? die, die Physical Damage drauf machen, ist die Genau, Contempt. Greed ist die mit Life, genau. Ja. Ja. Und die nimmt man natürlich immer mit, ne, um sich dann halt selber auch Items zu schmieden, ne? Ja, ziemlich cool. Woher hast du denn die Waffe gehabt, die Zweihand, ist die dir gedroppt, Das oder? ist eine gedroppte Waffe. Also ich habe sozusagen Two-Handed Weapons alles aufgesammelt, sozusagen alles an Maces und Axes, weil das sind Maces und Axes sind alle Physical Waffen und sozusagen da habe ich die Rares habe ich alle aufgesammelt und Unix nehme ich sowieso alle mit. Und dann habe ich diese Condor's Pride und man guckt sich dann alle auch erstmal genauer an. Weil so Condor's Pride wäre für mich vorher nie eine Option gewesen. Wäre ich gar nicht darauf gekommen, da zu sagen, okay, Condor's Pride, das ist der hippe Shit. Also von daher, man guckt sich die Sachen Sehr beschissen. komplett anders an, weil es gibt ja 1.070.000 verschiedene Unix. Und viele verschiedene Wie von viele diesen gibt es? Unix, das war jetzt mal so ein Beispiel, so Beispielzahl, so 1.070.000 verschiedene, sozusagen sagt man so als Beispiel. Also es gibt da zig verschiedene Unix. Und es gibt da, wie viele Unix gibt es, die du noch nie dir angeguckt hast, die du einfach direkt zum Vendor getragen hast, noch nie darüber nachgedacht hast, ob du damit etwas anfangen kannst? Ja. Also im Prinzip ist da scheiße mehr wert als dann irgendwie der X, der dann droppt. Ja. Scheint auf jeden Fall seinen eigenen Charme zu haben und ja, ich glaube, ich muss das auch irgendwann mal probieren. Hat dich das dann ein bisschen gestört, dass du nicht in der Gruppe hochleveln konntest und so? Also, sag
Aber du bist ja eigentlich auch ein sehr kommunikativer Typ, ne? Und da kann man ja. Es kommt darauf an, immer wenn es mich gestört hat, habe ich mich mal an einen Leak-Start erinnert vor einigen Zeiten. Sagen, ich weiß nicht, welcher Leak es war. Das waren 2 oder 3 Leaks her. Da hat mir der Sechsergruppe random zusammengewürfelt. Und das war der schlimmste Leak-Start, den ich jemals hatte, Ich kann mich noch erinnern, ja. weil jeder quasi in eine andere Richtung wollte. Ja. Dann bei einem ist noch die Grafikkarte abgeraucht und dann hatten wir Leute dabei, die wollten halt sozusagen jeden Chart aufsammeln, die Leute wollten durchpriesen und Ja. es war der schlimmste Leak-Start ever. Und immer wenn ich gesagt habe, oh Mensch, wenn wir anders zusammenleveln, wäre ja schön, da habe ich mich dann daran zurückerinnert und da ging es wieder. Da hat man gedacht, oh Gott sei Dank. Ja, ich muss sagen, es war aber auch, als wir noch ein bisschen, ich sag mal, jünger waren als mit PoE, da fand ich es ehrlich gesagt schwieriger, in größeren Gruppen zu spielen. Ich habe ja diese League, habe ich ja immer mit fast vollen Gruppen hochgelevelt und es hat eigentlich immer Spaß gemacht. Also man muss sich halt aber im Vorfeld, das ist nämlich auch Bewusstsein, ich sage das ja auch immer so, dass wir das Tempo, was wir an den Tag legen, ne? Ja, Und das ist halt das Allerwichtigste. du brauchst einen Taktgeber. Du brauchst jemanden, der wirklich sozusagen den Taktschuck in der Hand hat und dann sagt so, jetzt geht's weiter, zack, jetzt gehen wir hier hin und dahin. Du brauchst einen Spielmacher. Wenn du den nicht dabei hast in der Gruppe und dann jeder sozusagen irgendwie so vor sich hin wird und irgendwo in eine andere Richtung zieht, dann funktioniert es nicht. Du brauchst wirklich jemanden, der da die Pauke schlägt und die Peitsche schwingt. Genau das ist es nämlich, ne? Und wenn dann alle, sag ich mal, dann sagen wir, okay, jetzt machen wir eine 5-minütige Pause. Ich sag mal, wenn man halt extrem stresst selber oder gestresst ist und dann der Taktgeber ist, dann habe ich auch gemerkt, so dass man, weißt du, wenn man selber halt mit seinem eigenen Bild Probleme hat, dann kann man halt auch nicht der Taktgeber sein, weil man dann einfach selber für sich selber zu viel gucken muss und dann halt dadurch halt, wenn dann die anderen werden dann auch dadurch gestresst, dann sind die anderen auch noch da, ne? Und dann will der eine will los und der andere will wieder langsamer machen, weil er sein Gehirn nicht klar bekommt. Also das ist das Schlimmste, was man wirklich will. Aber weißt du was? Da haben wir, glaube ich, auch dieselben Erfahrungen gemacht. Und aber ich finde, mittlerweile geht das voll klar. Ich meine, ich hatte bisher mit diese League hatte ich mit einer einzigen Gruppe Probleme. Was mir jetzt auch so, jetzt wo wir es gerade drüber gesprochen haben, das erste Mal eigentlich aufgefallen ist, dass es viel angenehmer geworden ist. Ne? Aber ich finde es, also dir hat es nichts ausgemacht, weil du dich daran, aber ich sag mal so, auf Dauer wäre es wahrscheinlich auch schon zu langweilig für dich, oder? Auf Dauer wäre es zu langweilig. Und vor allem beraubst du dich ja, wenn man so sagt, ja auch einiger Mechaniken, die sich ja inzwischen in den Kern von PoE mit eingebrannt haben. Wie zum Beispiel, du beraubst dich ja wirklich diesem Handeln, was ja inzwischen elementarer Bestandteil geworden ist. Obwohl das manchmal sehr nervig sein kann, wenn jemand wieder versucht, dich zu scammen oder wenn der einfach partout nicht antwortet oder sonst irgendwas, kann Ja, auch sehr nervig sein, dass, natürlich. aber es ist ja inzwischen eine Core-Mechanik, wo man sich darauf verlässt. Das stimmt, ja. Ja, okay, also das hört sich auf jeden Fall sehr geil an. Und wirst du da jetzt noch die nächsten Wochen weiterspielen oder? Also ich würde diese Challenge Dings darunter werde ich in Solar Safe komplett durchziehen mit dem Cheater. Mal schauen, wie hoch ich komme. Mal gucken, was da noch geht. Ich habe jetzt zumindest die Facebook. Ich will jetzt noch gucken, ob ich noch ein schönes Fist-Schild finde. Im Idealfall Great Old One's Ward oder Tukohamas Fortress. Die fehlen nämlich auch noch. Ja. Aber es gibt ja noch genügend Möglichkeiten, zum Beispiel das Ebony Tower Shield zu chancen. Da habe ich mir jetzt schon meinen Loot-Filter angepasst, dass das Ebony Tower Shield mir richtig schön groß angezeigt wird mit einem schönen Sound. Und dass man das nicht übersieht und dann kann man da mal seine schöne Chance-Orb draufschmeißen. Und deswegen, genau. Naja, Ja. hast du schon mal eine unique gechanced, oder? Ja, aber noch kein wertvolles. Also so wahrscheinlich diesen Wurmbold oder sowas, so ein Gürtel. Chancest du denn jede League die Headhunter-Belts oder nicht? Die Headhunter-Belt, nee, die brauche ich nicht, weil ich brauche halt für mein Bild kein Headhunter, habe auch nicht vor, da in der Solar Seraph einen Headhunter zu spielen. Deswegen die farm ich dann gar nicht. Jetzt nicht in den Solo Selfhunt, aber allgemein, also dass du wie auf irgendwelche Items gehst, die du dann chancest, irgendwie Biskos oder Headhunter ist jetzt momentan sind so ja die Items, die man chancest oder kaum's hart oder so.
Bei mir sind es wirklich die Sachen, die ich dann halt wirklich brauchen Selber könnte, so brauchst. wie Benny, Calm's Heart und Tucumas Fortress und solche Geschichten, dass Ja. man darauf abzielt. Aber jetzt zum Beispiel Leatherbelt habe ich diese League mal wieder mal probiert, mal sozusagen, ich habe ein Quatsch, der Stück war es, aber es ist keiner bei rausgekommen und deswegen dachte ich, ich habe es versucht, aber ist nichts geworden, also. Ja, ich meine, das ist auch super schwer, ne? Also Leute, die sich, also ich habe teilweise gehört, dass ich, weißt du auch, als die Skyforce so beliebt waren, so als wir noch relativ frisch waren in dem Game, da hatte einer, glaube ich, in einer League zwei Skyforce gechanced. Ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeit dafür ist, aber das war auf jeden Fall schon ultra krass, ne? Oder Leute, die sich halt Headhunter chancen, ne? Also das habe ich auch noch nie geschafft, will ich aber irgendwann noch mal hinbekommen, ne? Das wäre halt auf jeden Fall schon, weiß ich nicht, ich glaube schon eine coole Sache. Auch wenn du ihn nicht für dich selber brauchst, ne, dann. Ja, nee, Aber was. ja. Oh, Entschuldigung. Nee, also, was ich gerne nochmal irgendwann erleben möchte, ich möchte einfach mal in sozusagen einfach irgendwie das zu haben, möchte ich einfach mal einen Mirror droppen. Also nicht kaufen, droppen. Das muss schon echter Drop sein, sonst ist es nicht das Gleiche. Und den würde ich halt mal in meinen Currency Stash packen und da würde er bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag liegen. Einfach nur, weil du einen haben willst, dann, ne? Genau, einfach nur einmal den droppen. Und da könnte man das sozusagen die ersten 3 Wochen jeden Tag in der Gilde posten. Habe ich schon mal erzählt. Genau, jeden Tag so. Hä? Ey Leute, Ja. guck mal. Habe ich vor einer Ja. Woche getroppt. Oh, Leute, nicht schon wieder. Naja, ja, okay. Ja, jetzt wollte ich vielleicht nochmal ein bisschen was über meinen Race erzählen. Ja, hau rein. Also im Prinzip, ich habe ja ganz normal Standard gespielt. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich ja mit vielen Gruppen hochgelevelt habe. Hat meiner Meinung nach super viel Spaß gemacht. Also. Früher war ich ja nie so der Racer, weil ich mir gesagt habe, okay, Race, da muss doch schnell sein und so, aber so ein Monatsrace, finde ich, hat nochmal auf jeden Fall diese, weil, sagen wir ehrlich, die Best League hat wenigen Leuten wirklich richtig viel Spaß gemacht und ich war da nicht ganz außen vor. Also ich habe ehrlich gesagt auch so die letzten Wochen, bevor das Race angefangen hat, die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich habe ja Videos gemacht und schon irgendwie Klingelbing, weil ich einfach keine Lust mehr hatte auf die Bestiary League. Und ja, und dann kam das Race ja eigentlich ganz gelegen, ne? Ich habe ja meinen Blade Fury Reef, den habe ich ja erstmal mit Zander hochgespielt und bin dann, glaube ich, 2 Tage lang komplett mit Zander. Und dann, ehrlich gesagt, rückwirkend jetzt, ne? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es auf jeden Fall ein zu ambitionierter Charakter, den ich genommen habe. Der kostet einfach zu viel, um dann wirklich den Charakter viable zu machen. Ich habe ihn jetzt so weit auf dem Stand, dass ich jetzt Bosse gut farmen kann, dass der gut Single-Target-Damage macht. Aber man muss sagen, um dahin zu kommen, es haben ja auch viele Viewer von mir den auch nachgespielt, ne? Es ist halt einfach, also er macht Spaß, er ist ein sehr, sehr starker Charakter, das gebe ich zu. Aber er ist nicht der beste League-Starter. Also, ne? Ich hätte. Und das hat mir einfach nur gesagt, dass die Schlichtheit des Charakters am Anfang einer League oder eines Races extrem wichtig ist, damit man gut in der League starten kann. Ne? Jetzt, auch wenn es nicht darum geht, jetzt unbedingt die höchste Currency zu farmen oder sonst was, aber dass der Charakter so schlicht wie möglich ist. Selbst wenn man der Oberpro ist, die fangen trotzdem mit Zander oder mit irgendeinem Totem-Charakter an, weil das einfach das Stärkste ist, was man machen kann. Ne? Das liegt nicht daran, dass die kein Skill haben, die Leute, sondern weil die einfach erkannt haben, dass es das Einfachste ist, um in den ersten Tagen halt, weil man muss halt sagen, in den ersten paar Tagen, da ging es halt auch noch vom Traden her, jetzt langsam nimmt es ja auch schon wieder so ein bisschen ab im Race, dass man da Sachen ein- und verkaufen kann. Und da will man halt so schnell wie möglich natürlich so viele Items wie möglich farmen. Ne? Ansonsten bin ich dann nach 2 Tagen bin ich von Zander dann auf Blade Fury gewechselt. Das hat mir ehrlich gesagt sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte niemals gedacht, dass man mit Blade Fury so gut clearen kann. Da hat ein Dankeschön nochmal, falls der Viewer jetzt momentan da ist. Der hat mir nämlich empfohlen, die Offen zu nehmen mit dieser Feuerexplosion. Und damit hat man einfach einen ganz guten Clear. Ne? Mit Increased Area of Effect, nur ein Game austauschen für Conk Effect bei Bossen. Bumm, hat man seinen Blade Fury Charakter, der ziemlich gut gestanden hat, einen super starken Single Target hatte und mit dem ich ja auch vor dem Race dann noch ein bisschen getestet habe, mit einer Tabula dann auf Phoenix gelegt. Ne? Und das ist auf jeden Fall alles möglich mit dem gewesen. Und dann bin ich nach, weiß ich nicht, vor
4, 5 Tagen oder so, ja, ungefähr 4, 5 Tagen, bin ich auf Reef Bay Fury gewechselt, wo man sagen muss, am Anfang ist Reef einfach viel zu schwach. So, ne? Also da, das Wichtigste ist bei Reef, dass der einfach alles one-shotten muss, damit die Gegner an einen nicht rankommen. Ja? Sonst hat man einfach nicht genug Leech. Und da haben jetzt auch noch ein paar Viewer gesagt, zum Beispiel hier die Bloodseeker Claw wäre natürlich noch ganz gut gewesen. So eine Sache. Ne? Das waren alles so Sachen, die ich selber für mich halt noch irgendwie so lernen musste. Und ich muss sagen, diese ganzen Mobs, die in der League sind, das ist einfach so übertrieben. Also ich finde teilweise die roten Bestiary-Viecher absoluter. Das waren die Mobs, die mich diese League am meisten gerippt und genervt haben. Und auch im Race, ja. Egal ob jetzt noch die Habeger sind relativ hart. Ja, die Beyond-Viecher natürlich, ne? Das sind diese Viecher, die mich echt irgendwann wirklich zur Weißglut gebracht haben. Ich habe, glaube ich, einmal meinen Stream abgebrochen, weil ich so enraged war. Weil ich einfach die ganze Zeit nur gestorben bin, so, ne? Und ich bin halt einer, ich will halt auch immer an meine Grenzen gehen. Ich will immer höhere Maps spielen und so. Manchmal ist es halt auch nicht so gut, ne? Aber echt mit diesen ganzen Mobs. Normalerweise würde ich das, hätte ich das machen können. Aber mit dieser Mobfülle, das war einfach zu übertrieben. Bei dem nächsten Race, wo ich weiß, alles klar, da werden so viele heftige Mechaniken aufeinandertreffen, werde ich mir den Ultra-Tank holen, dass ich einfach nur durch die Maps spaziere und versuche da irgendwas zu. Hauptsache selber nicht sterben. So, das hat mich im Prinzip. Ich bin Level 88 jetzt momentan. Mit meinem Charakter, den ich echt fast jeden Tag gespielt habe. Ich habe jetzt meinen zweiten Charakter angefangen und ja, und 88 ist halt nicht viel, ne, für über eine Woche spielen. Und das liegt halt einfach daran, dass ich so oft gerippt bin. Ne? Also es hat mir, teilweise hat mich das echt meine Haare ausgerauft und aber es hat, also man muss sagen, es hat Spaß gemacht. Ne? Es war aber ein ziemlich hartes Race. Und diese ganzen Rips, die sind halt schon. Die Frage finde ich auf jeden Fall, wie wird das nächste League sein, wenn wir jetzt vom Race rauskommen? Die Mobmasse ist extrem in allen Maps. Und dann kommen wir in die nächste League, wo dann wieder alles beim Alten ist. Wie sich das anfühlen wird, das werden wir auf jeden Fall noch erfahren. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall eine ganz schöne Umstellung sein. Obwohl wir ja auch mit der neuen League-Mechanik kriegen wir ja auch ein bisschen was dazu. Aber da geht es nachher drum. Ja, mein zweiter Charakter war der Poets Pen. Den habe ich gestern, glaube ich, hochgelevelt. Gestern oder vorgestern war das. Nee, vorgestern war das. Und gestern noch ein bisschen mit meiner Gruppe da gespielt. Und ich muss sagen, ich habe da den größten Rip überhaupt gemacht. Da habe ich einfach mal. Wir waren im Lab drinnen, im Normal Lab, und ich war irgendwie noch so. Ich habe mir kurz davor, habe ich mir ein Bild ausgesucht. Hat mir sogar noch der Typ im TS, 5 Minuten bevor wir gestartet sind, hat er mir das gepostet. Ne? Da bin ich ja auch gerade Partner geworden. War total außer Rand und Band. Und dann ja, war es so, dass ich die falsche Ascendancy genommen habe. Habe ich anstatt Hierophant, habe ich Inquisitor genommen. Gibt es auf jeden Fall auch ein Video von, einen Clip von und ja, konnte es natürlich im Race jetzt nicht mehr umändern. Und jetzt muss ich in den Inquisitor spielen, weil ich habe schon mal einen Inquisitor gespielt und ich wusste, dass der auch ein Papierflieger ist. Ich habe es gerade schon heute nochmal gemerkt, sobald man in höhere Maps geht, ist der. Also noch nicht gut. Ich habe noch ein ganzes Live-Rondell, was ich mir nehme, aber ich bezweifle, dass das wirklich den Ausschlag gibt, dass der halt super tanky wird auf einmal. Ne? Also. Ja, wie gesagt, ein bisschen durchwachsen, viele Rips bei mir. Also auf jeden Fall, ich habe es ja auch bei Mikeless gesehen. Der Mikeless hat das ja im Hardcore-Race, hat da, glaube ich, ein Wanda gespielt. Auf jeden Fall irgendwas mit Pfeilen habe ich nur gesehen. Und ist halt bei Kitabak10 gestorben. Ne? Und ich meine, Hut ab erstmal, dass er ein Wanda spielt, finde ich. Aber das trifft halt, okay, bei Kitaba ist natürlich jetzt nichts mit der League-Mechanik, aber allgemein, ich finde es also Hut ab für alle Leute, die Hardcore spielen in dem Race, also definitiv. Ja, und dann habe ich vielleicht noch erwähnenswert war vielleicht mein Sechsing mit 5 Fusings, ja, das war natürlich der Oberhammer, das war glaube ich am zweiten oder dritten Tag habe ich meine Belly gesechsingt mit 5 Fusings, da werden mich jetzt wahrscheinlich einige Leute hassen. Aber ja, also, manchmal kann man Glück haben. Ich habe die ganze Bestiary-Liga, habe ich ehrlich gesagt, mit Fusen, ich habe nichts gefused bekommen. Vorletzte Liga habe ich, glaube ich, 15 Sextings gemacht, einfach nebenbei. Ja, jetzt Bestiary-Liga, ich habe echt, ich glaube, in meine erste Brust 1500 Fusings reingehauen. Und habe dann erst meinen ersten Sextink bekommen und ich bin daran echt fast verzweifelt, habe meine ganze Currency reingesackt.
Und so kann es halt auch manchmal laufen. Und ich denke, das kennt jeder von auch von den Viewern vielleicht, dass manchmal läuft alles wie am Schnürchen und manchmal läuft überhaupt nichts. Und im Prinzip in der Bestiary League war mit Fusen, ne, konnte man mich echt jagen. Im Race habe ich jetzt ein bisschen die andere Seite der Medaille. Es kann mit 5 Fusings funktionieren, aber es kann halt auch, was weiß ich, 3000 Fusings. Die Viewer können ja auch mal gleich mal schreiben, wie viele Fusings habt ihr mal reingehauen, bevor ihr den Sechsing hattet. Könnt ihr ja mal kurz alle mal so eine Zahl in den Chat schreiben. Ja, also meins war bei 3000, glaube ich. Ole, wie viel hast du mal reingehauen, bevor du den Sechsing hattest? Also das höchste hatte ich also jetzt mit dem linken Klapp bei mir erst seit wie jetzt nochmal bevor Bestiary war Abyss, seitdem erst. Davor hatte ich mal das höchste, ich glaube irgendwie 6000 Fusings auf den Chest geknallt und war am Ende so frustriert, dass ich gesagt habe, okay, ich 6000! ja, da habe ich gesagt, okay, ich gebe auf, ich kann nicht fusen, vorbei. Überlegt mal, 6000 Fusings in der Trade League, wie viel Sechs-Dings hätte man dafür kaufen können? Ja, da hättest du dir schon viermal ein Sechsing machen können bei Burichi, ne? Also, ja, Ja. das ist halt, das ist halt auch von Currency her. Aber hier zum Beispiel schreiben auch die Viewer circa 2K. 40 war das Maximale wahrgenommen? Oder habe ich gerade gesagt, das Wenigste? Ich glaube, ich habe gesagt, das Maximale, was ihr gebraucht habt. 4, das glaube ich dir nicht, Sperli. Oder hast du nur einen Sechsling gemacht? Troll yourself. Ja, danke schön, Norweg. Genau, Ja, mit der Sanity. das war das mit Genau. der Ascendancy, wovon ich gerade geredet habe. Sechsling habe ich noch nie gehabt und habe auf die eine Belly inzwischen 8000 Fusings draufgehauen. Kazuma, du armer Kerl, ne? Ja, also, ne, wir kennen es irgendwie alle, das ist halt RNG, kann halt in die eine Richtung schwenken, aber auch in die andere. Ja, soviel erstmal zu meinem Race-Erlebnis. Ich habe da eigentlich jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. Was mich nochmal interessieren würde, jetzt, um da nochmal einzusteigen bei deinem Race-Erlebnis, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Race? Du hast ja auch dann teilweise, ihr habt ja eine Gruppe gelevelt und ihr habt dann ja auch die Mods, wie zum Beispiel Beyond und auf der Map. War das eine Gruppe schwierig, also jetzt zu zeigen, wenn man da Beyond hatte und dann halt mit auf vom Haas stand, mit einem Six-Player Live oder so? War das schwierig oder ging das? Ja, also wir haben ja natürlich die Bosse haben wir natürlich angefixt, ne? Dass die halt nur ein Player Life hatten. Das war super easy, wenn wir es nicht vergessen hatten. Aber beim ersten Mal hochleveln haben wir tatsächlich fast alles geskippt. Also Abyss auf jeden Fall geskippt, Breaches geskippt, meistens zumindest und so gut wir konnten. Aber das waren eigentlich so ohne Twink Gear hatten wir hatten ja ein Solar Guard, ein Zombie-Build und zwei Thunder-Charaktere. Da kannst du dir vielleicht vorstellen, hatten wir es halt nicht so schwer. Ne? Also da war uns, also die Startgruppe war perfekt von uns. Im Prinzip zwei Thunder, zwei Minion-Builds. Mit SAS haben die uns Zombies hochgelevelt. Die Zombies haben uns natürlich auch im Endeffekt extrem viel Damage weggetankt, was wir halt nicht gemerkt haben. Ne? Aber ich sag mal, es war schon sehr rippy, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob die Viewer da ihre Erfahrungsberichte auch nochmal in den Chat posten wollen. Aber also ich fand es extrem. Also ich hätte es wahrscheinlich schwerer gefunden, wenn ich nicht so eine gute Gruppe gehabt hätte. Oder was meinst du jetzt Genau, das mit meinte dem ich, weil es Leben gibt da, halt, ne? ist ja genau, es ist ja, gab ja die ganzen Mods, du hast, wenn du Pech hast, hast du Beyond drauf mit hier zum Beispiel Breach und vielleicht noch irgendwas anderes, was Ja. auch noch rippy ist und so. Und Das das kann ich mir ist dann skippable. mit der Sechsergruppe dann schon echt böse vorstellen, ne? Ist es auch. Also jetzt hatten wir aber jetzt beim zweiten Mal haben wir ja mit ein paar Leute hatten, glaube ich, noch kein Level Gear, einige hatten Level Gear. Da war das alles easy, ja. Und das Geile war halt beim Leveln, du musstest niemals nachleveln. Die ganze Gruppe kam gut von der XP hinterher, weil du halt, das waren alles viele Mechaniken, wo man halt stehen bleiben musste und halt die ganzen Mobs tot machen muss. Und da kam eigentlich jeder gut hinterher. Und das war eigentlich ganz angenehm vom Leveln her, als wir dann Twink Gear hatten. Ne? Also ich habe ja mit Poles Pen auch hochgelevelt, habe meine ganze Gruppe da auch gecarried. Und bis Akt 8 mindestens hätte ich die alle hätten die gar keinen Schaden machen wollen, haben natürlich auch Schaden gemacht, ganz viel natürlich, aber ne, das war auf jeden Fall super angenehm. Aber ohne Twink hier muss man sagen, war Race also heftig, sage ich mal, heftig, ne? Es war mal wieder was ganz anderes und das ist auf jeden Fall eine ganz schöne, aber ich freue mich ehrlich gesagt auch schon wieder auf die Normalität und
Es war ein bisschen viel manchmal, ne? Wenn du Breach Beyond und Abyss hattest oder so, oder Breach Beyond und hier Tormented Spirits, haben uns teilweise, waren Tormented Spirit in einem Bossraum drin. Ja, also zum Beispiel, ich kann mich doch daran erinnern an, hier, wie heißt der, Dominus, ne, Domina, da war auf einmal ein Tormented Spirit drin, in ihm drin, ne, und da musst du dir natürlich vorstellen, der war ein Player live, hat fast genauso lang gedauert wie sechs Player live, also das ist halt mega RIP, ne, und ich weiß jetzt nicht genau, wie das so bei den Guardians zum Beispiel war, aber das stelle ich mir auch irgendwie nicht easy vor, ja, Ja, aber. also was ich zum Beispiel total super krass heftig fand, ich hatte auf der Pitmap, da hast du ja diese eine Arena, wo der Boss ist, und dann aus den Seiten kommen diese Gegner nach. Das heißt, du killst viele Gegner automatisch, kannst du nicht verhindern. Und dieser Pitmap hatte ich in der Boss-Arena, hatte ich dann drei Beyond-Bosse. Hatte ich drei Oder Beyond-Bosse stehen, ja. und das war einfach, ich weiß nicht, ich hab's nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, ich bin da schon zwei, dreimal gestorben, ne? Das war echt, da dachte ich mir, boah, nee, muss das sein? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Ja, also ich hatte das einmal in der echten Liga, dass ich bei Phoenix den Tormented Spirit, der dann in den Phoenix reingefahren ist, den habe ich nicht down bekommen. Da kam sogar noch der lila Launebär, der Alex aus unserem Clan, der halt einen total imbalanced Charakter gespielt hat und der meinte, er hat es nicht geschafft. Ja, und also, wenn er es nicht schafft, dann frage ich mich, wer soll. Und da waren natürlich auch rippige Map-Mods drauf. Ne? Also, ja, also sind schon ein paar spannende Sachen, die halt, es gibt's nur im PoE sowas. Ne? So eine spannende Sache. Ich finde, man sagt ja, man geht das oder kehrt das oft ins Negative, dieses Rippige und so weiter. Aber es ist, man muss sich halt vorstellen, das ist halt alles irgendwo eine Besonderheit von PoE, dass es halt so eine kranken Sachen gibt. Ja, wenn ich mir irgendwelche statischen Games angucke, da muss man einfach sagen, das ist geil, sowas. Ne? Es ist halt irgendwo, ist es nervig, ja, aber auf der anderen Seite ist es halt, ist genau das, was halt diesen Unterschied macht und wo man selber auch sagen muss, okay, das macht für einen persönlich dann am Ende des Tages. Ich meine, ich habe trotzdem jeden Tag gespielt, obwohl ich die ganze Zeit gestorben bin. Ne? Da muss man fragen, warum habe ich das getan? Ne? Weil es Spaß gemacht hat. Irgendwo schon. Ne? Und ich glaube, da können auf jeden Fall viele Leute auch, ja, oder empfinden dasselbe. Ja, ich find das sehr, sehr cool. Also vor allen Dingen, dass GGG da immer wieder solche Sachen raushaut, immer Neues ausprobiert. Bei der aktuellen Challenge League habe ich zwar so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine kleine Entschuldigung von GGG ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Du Aber meinst die nächste, oder? nee, diese Challenge League, die wir jetzt gerade spielen, das ist so eine kleine Entschuldigung von GGG ist, habe ich das Gefühl. Aber das macht ja nichts. Also wenn es funktioniert und man Spaß hat, das ist die Hauptsache. Definitiv, ja. Also, ich würde jetzt direkt mal kurz überschwenken. Und zwar wollen wir uns vielleicht jetzt mal über den nächsten Punkt auf unserer Agenda unterhalten. Was meinst du, Ola? Ja, genau, da können wir mich da genau an der Stelle einsetzen, wenn ich darf. Und zwar Entschuldigung wofür, weil ich hatte das Gefühl, also vielleicht täuscht mich doch ein Gefühl, wenn andere Leute anderer Meinung sind, höre ich das gerne, dass GGG sozusagen diese Challenge League da eingeschoben hat, weil sie selber mit dieser negativen Resonanz von Bestiary nicht gerechnet haben. Weil es bei sehr vielen Leuten ja die Bestiary League nicht so gezündet hat, wie GGG sich das wahrscheinlich hofft hatte. Genau, für die Leute, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, Bestiary wird nicht ins Core-Spiel übernommen. Das bedeutet, nächste League gibt es keine Bestiary-Viecher mehr, es gibt keine Menagerie mehr. Da haben sich so viel Arbeit gemacht. Viele Leute, wir hatten ja auch den Talk bei Ole im Stream mit Naldo und Michaelis. Und da haben im Prinzip, ich war der Einzige, will ich jetzt nochmal kurz anmerken, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass sie es übernehmen, weil die Resonanz so schlecht war. Aber die anderen haben trotzdem daran geglaubt, dass sie es übernehmen, weil sie sich so viel Arbeit gemacht haben. Und es war auch legitim, dass sie da angenommen haben, dass es übernommen wird. Weil es halt einfach ein komplett neues System ist, alles komplett neu überarbeitet, Menagerie, alles ins Core Game oder im Prinzip mit eingepflegt in das Game. Das ist ein großer Schritt, finde ich. Und ich denke, also ich persönlich bin auch deiner Meinung, dass also es ist besser, ja, dass sie Bestiary nicht mit reinnehmen. Bestiary hatte einfach zu viele Schwächen. Also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, geil, das sieht einfach gut aus.
Das ist mal ganz neue Mechanik und geht ein bisschen weg von dieser Clear Speed Meter. Was ja auch nicht schlimm ist, wenn es funktioniert. Ne? Aber es hat einfach nicht funktioniert. Die Bestien waren overtuned ohne Ende. Auf T15er Maps hatte ich keine Angst vor dem Boss, sondern eher vor den Berserry-Viechern, die roten. Und das kann irgendwo nicht passen. Ne? Teilweise, dass man da wirklich zwei, drei Portale geklaut bekommt bei Guardians wegen den roten Bossen, das fand ich einfach zu übertrieben. Und dann noch, was mich total angenervt hat, war in Berserry die Menagerie, dass man da, ich sag mal, da reingeht und im Prinzip so eine Wall of Text. Man konnte zwar suchen nach Rezepten, aber im Prinzip, woher soll man wissen, wo man was fängt und welche Monster man dafür braucht? Da musste man sich richtig da reinlesen. Und ich persönlich fand das einfach, das war zu viel geklattert in eins reingepresst und da waren so viele Punkte, die irgendwo vom Ansatz her ganz cool waren. Dann haben sie es ja auch noch mehrmals geändert, dass man dann, irgendwie am Anfang konnte man ja gar nicht richtig craften, welche Base man nimmt oder welche Base man bekommt. Und so eine Sachen, die überhaupt nichts gebracht haben. Und das wurde dann erst nach und nach ein bisschen verbessert, aber es war trotzdem so ein Clusterfuck, wo ich persönlich gesagt habe, ich muss sagen, ich habe mit Bestiary. Mit den Rezepten habe ich ja einmal diesen Guardian gemacht, wo der mir auch direkt die Brust gedroppt hat. Danach fand ich Berserry cool, aber ehrlich gesagt fand ich Berserry es war zu viel. Es war einfach zu viel, wo man halt gar nicht genau wusste. Und ehrlich gesagt, wer hat Lust, den ganzen Tag irgendwelche YouTube-Videos zu gucken von Grimro oder von wem sonst, der euch dann irgendwelche Tabellen macht, wo welche Viecher zu finden sind, welche sich lohnen von der Currency her. Und ich habe da ehrlich gesagt selber keine Lust drauf. Und deswegen habe ich da hingehend auch ehrlich gesagt, das komplett diese ganze Westerry-Sache so gut wie möglich avoided. Ole, wie war das bei dir? Ja, also die Bestiaris, also anfangs, als es sozusagen angekündigt wurde, also da war ich wirklich da war ich erstmal voll im Hype-Train, weil ich mir dachte, boah, cool, neue Lichtmechanik, neue Crafting-Möglichkeiten, total genial und jetzt eine neue Mechanik mit Fangen und Runterhauen, das wird bestimmt voll spannend. Aber als ich das erste Mal sozusagen so ein Red Beast mich so richtig vermöbelt habe und ich das nicht downgekriegt habe, dass ich das wirklich schneller wieder hochgeheilt hat, als ich es runterhauen konnte, dachte ich, was ist das denn für ein Mist? Ja. Und deswegen, also diese Bestialik anfangs, als sie angekündigt wurde, war ich total gehypt und dachte mir, boah, das ist der Oberhammer. Und umso länger ich die gespielt habe, umso mehr ging mir die einfach auf den Sack. Wenn du halt auf einer Map bist, sozusagen das erste Mal spielst, du willst im Atlas haben und dann versperrt dir so ein Red Beast den Weg zum Bossraum und halt tritt dich da erstmal aus dem Leben und du kriegst sie nicht completed. Da denkst du, what the heck? Wer Ja. denkt sich denn sowas aus? Ist Also so. muss das jetzt, tust das jetzt Not? Ja, ich denke auch. Und das ist genau wie du sagst. So, ne? Man hat 5500 Leben oder so oder 6000 Leben und das Ding one-shottet einen einfach. Da kann irgendwas nicht richtig sein. Ne? Und Genau. also, wie Und gesagt, ich man muss hatte. sich halt, und Ja. man muss sich halt dann, Entschuldigung, man muss sich natürlich auch fragen, brauchen wir wirklich noch zusätzliche Crafting-Optionen? Ist die noch notwendig? Weil, also dieser Altar ist so eine feine Sache, aber wir haben ja sozusagen das normale Crafting mit dem Material, das wir machen können. Wir haben das Master-Crafting, wir haben das Essence-Crafting, Ja. wir haben Vendor-Receipts. Brauchen wir noch zusätzliche Crafting-Möglichkeiten? Sind die wirklich notwendig? Genauso sieht es nämlich aus. Und meiner Meinung nach hätten sie einfach diese Crafting-Methoden ins Hideout reinmachen müssen. Weil nochmal eine zusätzliche Ebene, wer von euch, jetzt mal ganz im Ernst, von den Viewern, wer von euch ist tatsächlich in die Menagerie da lang gelaufen und hat sich die Biester angeguckt? Ich habe das ein einziges Mal gemacht. Und ich habe bei keinem anderen Viewer oder irgendwem aus dem Clan oder so, bin ich da reingegangen, bin ich da durchgelaufen, habe geguckt, welche Biester. Die Idee war gut, aber ne, es war einfach nicht, ne, der Rede wert. Dann hätten sie es anders irgendwie verkaufen müssen. Es war halt einfach so, halt auf dieses Bestiary-Zeichen zu gehen und dann zu sagen, alles klar, laufe jetzt durch diese Menagerie. Es war halt absoluter Waste. Ne? Dann hätten sie die Crafting Bench ins Hideout machen sollen. Und vielleicht ein Portal, wo man dann halt die Bestien da irgendwie bekämpfen kann, von mir aus auch noch. Aber dass man einfach ein bisschen näher dran ist, weil für mich war das einfach nur irgendwie, da hinten war irgendwo, ne, dieses Menagerie und da bist du halt irgendwann mal reingegangen, wo einer mal was gesagt hat. Wir hatten jetzt zum Beispiel beim zweiten Mal hochlevelt, hatten wir zwei Leute in der Gruppe, die gesagt haben, hier die und die Viecher müssen wir fangen, dann kriegen wir nochmal eine Quicksilver Flask of Adrenaline zum Beispiel. Das fand ich eigentlich ganz cool, so, ne? Aber
ich wusste das bis dato nicht und das war vorgestern, ne? Und da muss man sich richtig belesen und das ist halt einfach zu viel so, ne? Und deswegen, schade eigentlich, finde ich auch, dass Bestiary rausfliegt, aber es ist halt so und so wie es jetzt momentan ist, hätte es nicht, also hätte mir persönlich auch absolut keinen Spaß gemacht, das dann weiterhin zu machen. Viele Leute haben es ja angekreidet, dass es halt den Clearspeed mindert. Wäre mir jetzt auch egal gewesen. Ich meine, ich bin zwar, ich mag gerne schnelle Builds, aber ich bin nicht einer, der sagt, ich muss jetzt auf Teufel komm raus in einer Minute durch die Map laufen. Und das mache ich dann mit 300 Maps am Tag oder so. Das bin ich halt auch nicht. Ne? Wenn ihr so seid, auch okay. Aber das ist halt jeder, muss das für sich selbst entscheiden. Aber ne? Es hat sich ja teilweise auch nicht wirklich gelohnt, dann dafür anzuhalten. Ja, gute Überleitung, Ole. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal auf Incursion ein. Und da gibt es jetzt so ein bisschen was, was ich rausgeschrieben habe, und zwar über die Leak-Mechanik. Wollen wir das erstmal so machen, Ole? Oder Ja, wolltest du es? genau. Ja, dann machen wir das erstmal so rum. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Hier ist der Link dazu. Und im Prinzip habe ich so die wichtigsten Punkte von der neuen Incursion League. Wir reden jetzt einmal über die neue League. Die startet am 1.6., am Freitag in 3 Wochen. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es wirklich so schnell kommt, aber die sind mittlerweile, sind die schon richtig gut im Saft. Also die League steht so wie sie ist. Wurde auch im Sigidis Video, das wurde gerade von Great Wolf auch gesagt, das habe ich mir auch angeguckt, wurde auch schon von dem Wilson gesagt, dass die noch nie so weit Vorlauf hatten. Bei Bestiary zum Beispiel waren sie kurz vor Start, waren die immer noch nicht ganz fertig. Und das merkt man, finde ich, auch. Und das ist halt ein großes Problem. Dieses Feintuning ist nämlich ein Problem, was die Zeguso-Elder auf T15 Map gekillt, Red Beast auf T11 nicht mehr angekratzt. Ja, genau, Zeguso. Genauso sieht es nämlich aus. Genau, und jetzt ist erstmal habe ich 3 Punkte. Einmal, was ist Incursion, Mechanik und wieso ist Bestiary raus? Das haben wir ja schon geklärt. Incursion ist im Prinzip jetzt die neue League-Mechanik ab dem 1.6. Wir müssen einen neuen Charakter hochleveln. Das ist eine komplette League-Mechanik. Das heißt, es muss auch natürlich in der League geschehen. Was, denke ich mal, für die meisten Viewer kein Problem ist. Wenn es für euch ein Problem ist, weil ihr Standard gespielt habt, überlegt es euch. Ich meine, eine League geht immer 3 Monate, so ungefähr über den Daumen gepeilt. Plus minus einen Monat. Oder ne, plus einen Monat vielleicht, kann man sagen, 4 Monate maximal. Und da könnt ihr im Prinzip euren ersten Charakter hochleveln. Das dauert, wenn ihr neu seid, ein paar Tage vielleicht. Und dann habt ihr einen neuen Charakter. Das Besondere an der League-Mechanik möchte, oder an der neuen League, willst du das gerade mal kurz sagen, Ole? Was ist das Besondere an der neuen League? Was ist eine besondere neue League? Also eine besondere neue League ist halt wirklich dieser Tempel mit diesen 11 Arias, die man halt je nachdem, Nee, nee, ich meine also. jetzt so an ganz normal am League-Start, weißt du? Was ist Ach das so, das. oder für die Leute, die Standard spielen und vielleicht sagen, okay, warum sollte ich überhaupt League spielen? Ach so, das Besondere. Also das Besondere an diesem neuen League-Start, das ist natürlich. Ach, das meintest du, Entschuldigung, dann habe ich dich Macht falsch ja verstanden. nichts, ja. Kein Problem. Also das Besondere ist jetzt völlig unabhängig davon, ob man alleine oder in der Gruppe startet. Ist sozusagen wirklich diese, man freut sich über wirklich wieder über alles, was man findet, weil es ist alles neu, es ist alles toll, es ist alles cool, und mit jedem Item verbessert man sich, weil auf Genau. Standard hast du dieses Gefühl halt nicht. Auf Standard hast du halt sozusagen dein ganzes Gear und deine Unmengen an Currency und hast du dein Level Gear und hier fängst du halt bei Null an und jeder andere. Und das ist halt, ich find's immer cool, dieser League-Startabend ist mal so was ganz, ganz Besonderes. Vor allem, wenn die Leute im Gildenchat posten, oh cool, geil, ich habe hier Tabula. die Tabula gefunden oder hier, Ja. oh, guckt euch mal diesen Belt an, ich habe hier Live und Doppelresi drauf, ist der nicht cool und so. Also Ja. Sachen, wo du dann halt, die du dann später im Spiel natürlich nicht mehr brauchst, aber so am Anfang ist es halt, da sagt man ja cool, geil, freut man sich und es ist halt wirklich sozusagen total genial, so richtige Aufbruchsstimmung. Genauso sieht es nämlich aus. Aufbruchstimmung, alles ist neu, keiner hat irgendwas auf der Bank und das Trading ist super, super, super gut, weil alle Leute wollen natürlich am Anfang, wird getradet, was das Zeug hält. Ihr werdet halt am Anfang in der League ganz wenige Fälle haben, wo 3, 4 Leute nicht zurückschreiben, was ja bei mir im Chat auch oft geschrieben wird. Es nervt mich einfach, dieses Trade-System, dass da 10 Leute nicht mehr zurückschreiben. Mitte, Ende der League ist es normal. Am Anfang einer League ist es nicht normal.
Und es macht einfach super viel Spaß zu traden. Und es macht halt Spaß, wie Ole schon gesagt hat. Jedes einzelne Item, was man findet. Ich weiß immer noch in meiner Gruppe, wenn Chaos kommt, Chaos! Ja? Und ne, was ist ein Chaos Ende der League oder ein Standard? Was ist ein Chaos wert? Überhaupt nichts. Ne? Aber am Anfang einer League ist einfach alles was wert. Oder Chromatics wieder aufsammeln, Portal Scrolls aufsammeln, was ja einige Leute immer vergessen. Und genau, so eine Sachen halt. Ne? Und deswegen ist eine League auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ich meine, ich verstehe auch, wenn Leute Standard spielen, aber dieser League-Start ist eigentlich immer so eine Sache. Das ist ein ganz besonderer Moment in der, bei PoE und das finde ich, sollte man mitnehmen, wenn man es kann. Ne? Man sollte es halt vielleicht nicht, muss man nicht das ganze Wochenende frei oder ne, durchspielen und nicht schlafen oder sowas. Das müsst ihr gar nicht. Ihr könnt auch einfach auch am ersten Wochenende am Sonntag anfangen. Habe ich auch einige Viewer, die halt nicht, die arbeiten müssen oder so. Und dann fangt ihr halt am Sonntag an. Das sind 3 Monate, Leute. 3 Monate, da kann man so viele Sachen machen und da werdet ihr auch nicht hinterherhängen oder so, weil einer spielt am Anfang halt mehr, dann hört er nach einem Monat auf. Ne? Ich habe das auch schon mal gemerkt, als ich so extrem, als ich Urlaub hatte, 2 Wochen, habe ich anfangen, die ersten 2 Wochen komplett durchgespielt. Danach hatte ich keine Lust mehr, weil ich total ausgebrannt war. Ne? Deswegen teilt euch das ein, eine League ist lange und ich meine, selbst im Race jetzt. Momentan fühle ich nicht das Gefühl, habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie Hektik, gestresst, ich muss jetzt unbedingt irgendwas machen oder so. Das sind dann nur die selbst aufgelegten Bürden, die ihr dann habt, ne? So, was ist jetzt nochmal zurück auf die neue League? Es gibt 12 neue Skill-Games, es wird viel überarbeitet, es soll so eine eher so eine Wahl-Expansion sein. Achso, was ich noch dazu sagen wollte, es ist eine League-Mechanik, aber sie ist fast gleichwertig zu einer Expansion, ja? Das müsst ihr euch erstmal reinziehen. Das ist extrem viel Content, der neu kommt. Ist auch wieder was ein ganz anderes System, was jetzt so ein bisschen natürlich mit den Wahl übernommen wird. Das ist, glaube ich, so eine. Weiß nicht, Ole, bist du schon so weit? Das ist irgendwie so eine Zivilisation wie die Inka oder die Maya oder so, die Azteken. Ich bin da mit der Backstory habe ich mich noch nicht betraut, Ja, vertraut immer. kommt ja sicherlich noch, ne? Ja. Und aber auf jeden Fall, die Wahl sind da so eine alte Zivilisation und die haben dann so einen Wahltempel mit verschiedenen Räumen drin, ne? Und das ist halt diese Incursion-Liga auf jeder einzelnen Ebene. Das heißt, nicht nur in T1-Web, sondern auch darunter wird es die, ich glaube, die Alva nennt sich die, das ist so ein NPC, der dann diese Time-Portale, ja, so eine Zeitportale dann öffnen kann. Und in dem, dann kommen wir dann halt in so eine Unterebene rein. Ja, wird dann so ähnlich sein wie so ein Abyss, nur hoffentlich auf jeden Fall besser. Ne? Und wie gesagt, extrem viel Content. Neue Skill-Games, Wahlgames werden überarbeitet. Die Mechanik, wie Wahlgames funktionieren mit Seelen, wird auch nochmal überarbeitet. Ich habe da sogar was rausgelesen, dass sie sogar machen wollen, dass Wahlgames mehrmals sogar beim Boss ab sein sollen. Wie sie das genau hinbekommen oder ob das in einer späteren Sache kommt, weiß ich nicht. Feuerskills werden komplett überarbeitet. Die Ignite-Buff, der wird real sein. Und da werden wir vielleicht am Ende nochmal ein bisschen über so ein paar Builds oder so reden, die wahrscheinlich sehr, sehr stark sein werden. Aber da auch mit der League-Mechanik natürlich impliziert. Deswegen reden wir jetzt erstmal über die League. Fire Arrow, Incinerate, Flame Blast machen deutlich mehr Schaden, Feuerschaden. Ignite, Elementalist wird Igniter und beste Klasse, um auf Ignite zu gehen. Was mich extrem fröhlich macht, weil mein persönlicher Lieblingscharakter bis zu diesem Tag war der Self-Cast Flame Blast Charakter, den ich am Anfang gespielt habe. Immer ab meiner zweiten Liga habe ich den, glaube ich, 4 oder 5 Mal zusammengebaut, weil der mir so viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe natürlich, dass er jetzt, ich denke, er wird wieder spielbar sein und vielleicht wird das auch mein persönlicher League-Start. Es gibt 28 neue Unique-Items und ein paar Divination-Cards obendrauf. Unique-Items sehen schon sehr, sehr interessant aus, da will ich jetzt aber noch nicht zu viel zu sagen. Es gibt 24 Architekt-Bosse, das heißt, das sind Bosse, die in den einzelnen verschiedenen Areas dann spawnen können. Da kommen wir aber auch am besten nochmal ein bisschen später zu. Größte League-Mechanik, die je gemacht wurde, laut Chris Wilson. Es gibt 2 neue Supporter-Packs und da habe ich ja schon ein paar Worte zu verloren, dass wir die kompletteste League haben, die bisher jetzt schon steht. Ja, Sigi D war schon da in Neuseeland bei Grinding Gear Games und hat da auch ordentlich schon getestet
Und es fühlt sich, hat er zumindest oder Chris Wilson auch schon gesagt, die sind schon fertig, jetzt machen sie nur noch so kleine Tweaks hin und her. Und das gibt mir einfach Hoffnung, dass die nächste League extrem gut spielbar wird, dass die Spaß machen wird, weil es kann natürlich auch ein paar Probleme dafür geben. Zusätzlich hat Chris Wilson ganz genau gesagt, es ist definitiv eine Clear Speed League. Das bedeutet, je schneller ihr tötet, desto besser. Gerade in diesen Incursions drin, da läuft ein Timer im Hintergrund oder von unten oder oben stand der, glaube ich, teilweise. Und da kann man sehen, wie viele. Ihr müsst mehr Mobs töten, um dann am Ende dann den Boss dann zu spawnen. Es gibt zwei Bosse in jeder Incursion. Einer upgradet diesen Raum. Ja, da gibt es 1, 2 und 3. 3 ist dann das maximale abgegradete. Und es gibt einen zweiten Boss, der den Raum rerollt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Area habt, wo ihr sagt, ey, die will ich nicht mit drin haben in meinem letztendlichen. Wenn ihr, es ist ja wie so eine Pyramide, wie so ein System und ihr geht irgendwann ganz nach oben. 11 Incursions können mit drin sein. Und mit diesen 11 Incursions habt ihr, formt ihr euren. Eure Belohnung für das Endlabyrinth kann man es ja nennen. Und genau, also der eine Boss rerollt dann komplett die Area, dass sie zum Beispiel die Traps wegmacht und diese Feuer-Area wegmacht und dann dafür halt irgendwelche Splinter zusätzlich bekommt, irgendwelche Karten noch oder sonst was. Ne? Und dann am Ende, nachdem man 11 Incursions hat, kann man den Endboss dann begegnen und muss man komplett den ganzen Raum. Wird anscheinend laut Chris Wilson die größte Area sein, die jemals drin war. Ich glaube nur dieses eine, dieses Battle Royale Area, wo über 100 Leute da oder 100 Leute da drin waren, war ungefähr gleich groß oder ein bisschen größer sogar noch. Ansonsten wird das die größte Area, die jemals. Also es wird auf jeden Fall eine Zeit brauchen, bis ihr dann wirklich nach diesen 11 Incursions dann diese Mega Incursion, diesen Apex. Von dem Azaotl heißt er, glaube ich. Das ist, glaube ich, vom Quetzalcoatl. Das ist so ein Maya-Gott oder sowas. Das ist so ein Blitzgott, glaube ich. Und der Azaotl, keine Ahnung, was der für. Der scheint irgendwie Feuerschaden zu machen oder so. Sieht ähnlich aus wie der Phönix, finde ich. Gut. Genau, da haben wir einmal jede Zone, habe ich schon gesagt, hat diese Incursions drauf, egal ob es eine Map ist oder nicht. Durch welche Räume ihr euch bewegt, genau. Und es gibt den, wie gesagt, den Upgrade-Boss und den ebenen-neue Rule-Boss. Da müsst ihr einen von den beiden töten. Je nachdem, ich verstehe noch nicht ganz, wie sie spawnen, die Bosse. Ob wir erstmal die ganzen Mobs töten müssen, dann ist der Timer vorbei und dann spawnt random einer von den beiden Bossen. Oder wie das genau vonstatten geht. Weil wie kann ich sagen, dass ich den Raum upgraden oder rerollen will? Oder ist das alles random? Ne? Also, das ist die Frage. Genau. Und wir plündern dann am Ende den Tempel, der halt alle anderen Belohnungen von allen anderen Ebenen halt beinhaltet. Plus den Endfight, der wahrscheinlich dann ziemlich hart sein wird. Die Frage ist dann auch wieder von mir, wie stark ist der? Ist der so stark wie Normal Atsiri? Ist der so stark wie Über Atsiri? Ist der irgendwie so wie so ein Guardian oder ist er wie ein Red Elder so stark? Keine Ahnung. Skaliert es mit Map Level, ist auch eine Frage. Ich habe jetzt schon mal zum Beispiel das Video von Grimro gesehen, der sagt, meine Min-Max-Mechanik ist, ich laufe jetzt die ganze Zeit Tier 1, irgendwelche Tier 1 Maps und versuche die ganze Zeit nur diese Ebenen zu öffnen, bis ich dann am Ende, weil wenn das zu rewarding wird, ja, dann hat man natürlich das Problem, dass die Leute die ganze Maps also einfach nicht laufen, sondern einfach nur diese Ebenen laufen. Wenn es zu schlecht wird vom Reward her, dann wird es andersrum, dass die Leute da nicht reingehen, sondern einfach nur die Maps spielen. Und dann hat man im Prinzip Standard League. So viel erstmal dazu. Ole, was hältst du grundsätzlich von der Clear Speed Liga? Also ich bin da ein bisschen kritisch gegenüber. Also es hat jetzt mehrere Faktoren. Erstens bei der Bestiary League war ich ja wie gesagt am Anfang, bevor sie kam, ultra gehypt und wurde dann etwas stark enttäuscht. Und deswegen bin ich da jetzt etwas vorsichtiger, was noch dazu kommt, weil du weißt ja, mein Spielstil ist kein Clearspeed-Meter. Ja. Mein Spielstil, ich bin eher so der langsame, gemütliche, der reinjuckelt, sein Totem dahinstellt, gemütlich das Totem poliert oder sagt so. Jetzt leg mal los, Totem. Und dann haut das Totem da seine Sachen platt. Das dauert ein bisschen, bis ich da bereit bin und bis das alles funktioniert. In der Zwischenzeit hat der Flecker schon 35 Mobs erlegt. Und deswegen würde ich sozusagen, wenn das jetzt wirklich darauf abzielt,
die meisten Mobs in der Zeit zu erlegen und nur dann kriege ich den guten Reward. Dann stellt sich für mich natürlich, wenn ich mal ketzerisch bin, die Frage, warum sollte ich diese League spielen? Ja. Wenn das so ist. Also ich kann es mir zwar, also ich habe die Hoffnung, dass sie sozusagen das mit berücksichtigen und sagen, okay, du musst jetzt nicht sozusagen sozusagen innerhalb von Sekunden die ersten Mobs erlegen, sondern es kommt auf die Masse drauf an, die du in der Zeit erlegst. Und die Masse schaffe ich ja mit dem Totems auch. Aber wenn mir aufgezwungen wird, ich muss da jetzt schnell irgendwie was erlegen, dann stellt sie mir, ich kann diese League mich halt mit meinen Bild, die ich spielen will, nicht sozusagen erreichen. Da kann ich ja genauso gut Standard spielen. Da habe ich alles, was ich brauche, sozusagen, was ich mir dann sozusagen neu erfahren müsste und hätte keine League-Mechanik, die ich nutzen könnte. Also von daher könnte ich dann in dem Moment auch Standard spielen. Was man mal ketzerisch Ja, sagt. natürlich, das kannst du genauso sagen und das sind deine Bedenken, das finde ich, ja, muss ja auch mal gesagt werden. Und ich denke, viele Viewer haben da auch die gleichen Bedenken, die vielleicht auch nicht auf Clearspeed aus sind, ne? Da könnt ihr ja gerne mal im Chat schreiben, ob ihr das gut findet, Clearspeed oder nicht. Das hätte jetzt die Frage zu einer Clearspeed League. Wie Ole schon sagt, das ist ein gefährliches Gebräu, ne? Weil die Frage ist, was passiert zum Beispiel, wenn du einfach ganz normal Mobs tötest? Deine Totems töten ja auch schnell, ne? Du bist nicht so langsam. Weil es gibt aber andere Skills. Stell dir mal irgendwelche Anfänger vor, ne? Können die überhaupt das spielen? Weil ich meine, ein Anfänger, der gerade irgendein Gümmelbild spielt und keine Ahnung von irgendwas hat, können die überhaupt dann von der Schnelligkeit überhaupt hinterherkommen? Die müssen erst mal gucken, wo SheCharge die Taste ist, so, ne? Dumm gesagt. Und ne, wenn wir jetzt alles auf Clearspeed auslegen, dann befriedigen wir wieder einen anderen Teil. Andersrum muss man aber sagen, bei Vestiary waren ja auch viele Leute, die gesagt haben, oh, das hier, mein Clearspeed wird davon kaputt gemacht und im Endeffekt war es gar nicht so schlimm, ja? Oder es gab auch Leute, die gesagt haben, ich spiele Solar Guard oder Zombie-Build oder so und kann deswegen die League-Mechanik nicht spielen. War ja im Endeffekt auch nicht so. Es war zwar ein bisschen tricky, die Dinger zu fangen, aber dann kamen ja auch die nekromantischen Netze dazu, die dann halt tote Bestien dann auch wieder fangen konnten. Also sie versuchen dann natürlich auch für die Masse an Spielern dann was rauszubringen. Das zielt aber, Clearspeed zielt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie zu viel Reddit lesen oder so, ja, dass sie sagen, wir müssen jetzt unbedingt was reinhauen. Ein bisschen, vielleicht wie du das, will ich das aufgreifen, was du gesagt hast vorhin. Ein bisschen als Entschuldigung für die letzte Liga, ne? Dass sie sagen, jetzt muss unbedingt Clearspeed her, weil letzte Liga haben wir ja die Leute enttäuscht und da sind uns irgendwelche Leute flöten gegangen. Die sehen natürlich ganz genau die Zahlen, ne? Und wenn die Masse der Spieler das möchte, Clearspeed, und sagt, Clearspeed ist gut, dann werden sie sicherlich da eher in die Richtung gehen. Ne? Und das sieht ja eigentlich im Prinzip auch so aus. Ne? Jetzt ist der Buff der Ascendancies, letzte Liga und dieser ständige Power Creep, das ganze Buffen von verschiedenen Skills und eigentlich weniger Nerven, das sieht eigentlich alles immer, zielt eigentlich immer darauf aus, dass man mehr schnell oder in kürzerer Zeit mehr Mobs töten kann. Ne? Und ja, also früher, Leute von ganz früher sagen ja auch oft, oh, ich wünsche mir die alten Zeiten herbei, da war alles viel besser und so, aber ich denke mal rückwirkend, also ich kann darüber nichts sagen, Ole, du ja auch nicht, ne? Wir sind da noch ein bisschen zu frisch nach 1,5 Jahren, aber ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, finde ich, mit der Clearspeed Meta und der Clearspeed Liga, ne? Ist es möglich, was meint ihr, dass die ja, die Mobs halt, nur dass man halt im ganz normalen Bild, der jetzt nicht auf Clearspeed ausgelegt ist, sagen wir jetzt einfach mal ein Totembild, dass man dann die League trotzdem gut spielen kann oder ob man dann einfach nur irgendwelche Gümmel-Sachen am Ende bekommen kann und man eigentlich da in der Luft hängen gelassen wird, weil das ist ja im Prinzip die Angst, die Ole hat, ne? Dass er Standard spielen muss, ne? Weil er das andere halt von der Schnelligkeit her nicht schafft. Sie müssen es ja eigentlich aber, Ole, so ausbalancieren, denke ich, dass sie das nicht zu schnell machen. Ja, dass dann, sage ich mal, die Leute, die jetzt, sage ich mal, so mittelmäßig schnell sind, halt das auch schaffen. Aber auch, dass alle Leute irgendwo befriedigt werden. Ne?
Ja, genau. Da sozusagen bin ich gespannt, ob sie diese Balance hinkriegen, dass sozusagen Spieler sozusagen, weil ich sag mal, PoE richtet sich ja, also sozusagen, es gibt viele, viele PoE-Spieler, die halt schon die 30 weit überschritten haben. Ja. Und viele von diesen Leuten, die mögen das halt gerne, wenn sie halt sozusagen dann gemütlich durch ihre Map joggeln und ihre Spieler spielen können. So wie ich bin ja auch schon jenseits der 30 und ich mag das gerne, so gemütlich da längs joggeln und dann auch mal hier mal ein Schmetterling, da mal ein Blümchen und so. Und im Gegensatz dazu stehen halt sozusagen die Leute, die sagen, ich will pushen, ich will Power, ich will Action. Und diese Balance zu finden, dass man es beiden Gruppen wirklich sozusagen den Content bietet, den sozusagen beide befriedigt. Ja. Und das stelle mir sehr, 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 sehr schwierig vor. Und Natürlich. ich hoffe, dass GDG da den richtigen Hebel und den richtigen Ansatz findet. Das war ja genau die Sache mit Breach. Warum liegt jeder Breach? Ja, viel mehr Mobs, mehr Items und es war für jeden irgendwie machbar. Ne? Ich denke, weil ne, es war halt schon, aber auch irgendwo, muss man ja auch sagen, irgendwo ein Countdown. Ne? Die Frage ist nämlich, du hast ja vielleicht auch diese Videos schon angeguckt, dieses Announcement-Video und so weiter. Das sind ja alles so kleine Gänge und so weiter. Ne? Und da werden die Leute, die also ich will auf gar keinen Fall einen Autobomber oder sowas spielen, weil in diesen kleinen Gängen mit Cheat-Charge da rumzudümpeln, auch wenn du halt Ultra-Trillion viel Movement-Speed hast, das bringt nichts. Ne? Also. Da muss man halt auch gucken, ob das wirklich so sich herausspielen oder herausstellen wird, dass es so ein Fehler ist. Ne? Und du hast halt jetzt gesagt, alles klar, es fühlt sich halt total scheiße an mit Leap Slam, aber ich denke, Leap Slam mit dem Slayer Thunder zum Beispiel von mir ist einfach ein super, super geiler Skill auch für den nächsten League-Start. Ne? Weil das Ding ist, dass der über alles drüber springen kann. Der kennt keine Hürden, ne? Und weil deswegen ist Sleep Slam oder sowas, sagen wir auch mal irgendwie ein Bild, der einfach über Abgründe springen kann, sehr, sehr stark. Ich denke auch, dass gerade auch Builds mit extrem viel Movement Speed, zum Beispiel Wanda oder jetzt zum Beispiel die ganzen Pathfinder, Raider-Charaktere, werden sehr, sehr schnell sein, weil sie einfach vom Base Movement Speed einfach sehr viel schneller sind. Aber Queen of the Forest Build, ne? Also so eine Sache. Gerade in engen Passagen wurden dann natürlich auch sehr, sehr gut für die ganzen Gänge mit den Explosionen, die sich dann natürlich stacken. Wenn ihr gegen Wände schießt, kann man im Prinzip auch als Siegstarter nehmen. Dead Eye Wanda ist auf jeden Fall auch keine schlechte Idee. In den engen Gängen ist Kinetic Blast ganz gut. Genau, Kelly, ne? Habe ich auch gerade gesagt. Habe ich auch mir schon überlegt, so, ne? Und hat sehr viel Movement Speed. Braucht keinen Movement Skill und ist halt super schnell. Und Kinetic Blast, der schießt du einmal rein, ist alles tot. Ne? Was will Ole denn in der neuen League spielen? Fragt der Schleicher. Also ich habe ja sozusagen, meine Favoriten sind halt wirklich die Fizz-Builds, die halt Non-Crit-Builds, wie mein absoluter Favorite, den ich jetzt ja inzwischen in- und auswendig kenne, Totem, macht mir halt richtig, richtig viel Spaß und ich hoffe, dass der halt wirklich spielbar bleibt. Und sonst muss ich mich dann eine Alternative umgucken, was ich schade finden würde. Aber wenn es jetzt wirklich darauf hinauslaufen sollte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die nächste League nicht spielen würde. Ich habe das erst so ein bisschen dramatisch gesagt, um sozusagen meinen Standpunkt mal das darzulegen. Aber wenn es jetzt wirklich darauf hinauslaufen sollte, dass es daran aussieht, dass man halt wirklich schnell in weniger Zeit killen muss, dann müsste ich mir ein anderes Bild suchen. Und dann würde es wahrscheinlich irgendein Minion-Bild werden. Ne? Ja, also Minion-Builds sind ja auch ähnlich, muss man sagen. Ne? Und aber ja, also Minion-Builds, ich meine, vielleicht kann man da auch selbst von seinem Standpunkt dann ein bisschen abweichen und sagen, alles klar, ich kann auch was anderes spielen. Obwohl du ja auch was ganz Interessantes mal zu mir gesagt hast. Du bist ja von Diablo 3 auch gewechselt, wie ich. Aus Ja. dem Grund, weil man da ja nicht das spielen konnte, was man wollte. Genau. Ne? Und wenn das jetzt im PoE genauso wird, dass man nicht das spielen kann, was man will. Ich meine, du kannst im Prinzip alles spielen. Die Frage ist halt, ob dann die neue League dann dich dann halt befriedigt.
Das sehe ich Genau, als die das Problem. sozusagen, genau, wie du sagtest, und die uns sehr, sehr stark beschneidet, weil sozusagen uns eine Meta aufzuzwingen, das hat ja schon mal früher ein anderer Publisher versucht, ist damit ja auch stark auf die Nase gefallen. Genau. Und deswegen bin ich da, gehe ich da halt, wie gesagt, auch mit dieser, das ist sozusagen mit dieser Meinung mit, dass man da einen schwierigen Grad der Balance hat, und da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, wie sie das regeln, dass sie sozusagen halt nicht sozusagen gerade diesen Faktor, der eigentlich PvE ausmacht, dass du quasi alles machen kannst, was du willst, das zusammen zu beschneiden. Ja. Aber wie du schon sagst, also ich finde das auch wichtig, dass wir jetzt so keine voreiligen Schlüsse ziehen. Du hast ja auch gesagt, du wirst es nicht boykottieren oder so, du wirst auf jeden Fall spielen. Und wir sollten da einfach gucken, wie das dann im Endeffekt wird. Ich denke, Grinding Gear, die sind auch bestrebt, da alle irgendwo so ein bisschen zu befriedigen. Und vielleicht wird es ja super cool. Also ich persönlich finde das vom Aussehen her und von der Idee her schon sehr cool, dass man in so ein... Im Prinzip, Abyss war ja lächerlich, was man da bekommen hat. Man hat sich zwar schon gefreut, wenn man dann, sage ich mal, diese Abyss-Bosse bekommen hat, aber zu 90% der Fälle hat man eh ein Item bekommen, auch von den Bossen, was halt nichts wert war. Ne? Und also hier in unserem, also im PoE geht es halt immer darum, irgendwie einen Reward zu bekommen. Ne? Und auch wenn es, sage ich mal, nicht der größte Reward ist, es muss sich irgendwie anfühlen, als dass man halt irgendwo so einen Progress macht, ne? So eine Entwicklung, und dass man sagt, okay, ich mache das jetzt und dann ne, habe ich die Chance, irgendwas Cooles zu bekommen. Wenn es das nicht gibt, ja, wenn du zum Beispiel sagst, alles klar, ich muss die Dinger jetzt mit Upgrade Nummer 1, muss ich die laufen, oder ohne Upgrade, weil ich die nicht so schnell wie Grinding Gear mir das vorschreibt, kann ich die einfach nicht töten. Dann fühlt sich das für dich natürlich nicht wie eine Steigerung an, ne? Und dann würde es halt keinen Sinn machen, das dann auch für dich zu spielen. So sehe ich das halt einfach, ne? Und also man muss auf jeden Fall irgendwie das Gefühl haben, dass es weitergeht, dass man irgendwas dadurch erreicht, ne? Und das ist halt der Sinn dieses Spiels, Loot zu bekommen, seine Items zu verbessern, Currency zu bekommen, zu craften, so eine Sachen, damit man halt seine Builds spielen kann, ne? Und also der Loot, da dreht sich halt alles drum, das haben halt andere Publisher nicht verstanden. Grinding Gear hat das meiner Meinung nach immer sehr gut verstanden, dass es halt ein Grind-Game ist, wie der Name Grinding Gear schon sagt. Und ich denke, die haben es bisher immer ganz gut hinbekommen, das zu balancieren. Bei Leak-Mechaniken bin ich da auch momentan ein bisschen skeptisch, weil teilweise gehen Leak-Mechaniken extrem weit auseinander. Ne? Also, wenn wir uns angucken, Breach natürlich, ne? Und dann kommt so eine Leak wie zum Beispiel Garbinger oder Legacy, ne? Und dann kommt so eine Leak wie Bestiary. Das sind halt so, geht die Schere so weit auseinander, wo ich sage, so, also eigentlich ein Leak, die hat mir so viel Spaß gemacht, die Leak-Mechanik war Hammer. Und es kann halt nicht immer nach oben gehen, das verstehe ich natürlich auch. Aber man erwartet das als Spieler, ne? Und das ist halt von unserem Standpunkt aus, muss man halt auch immer erstmal einen kurzen Schritt zurückgehen, sagen, okay, ich gucke mir das jetzt erstmal an, genauso wie wir es bei Berserk gemacht haben. Und auch als Spieler jetzt, von den Viewern, die wir jetzt hier haben, ihr solltet auch einfach überlegen, okay, lass uns das erstmal alles in Ruhe angucken. Jetzt kann man im Prinzip nur Informationen, gibt es, was noch alles bis zum Ende gepatcht wird. Worauf ich extrem hyped bin, da können wir ja vielleicht beide mal unsere Sache sagen, auf die wir extrem gehypt sind. Da fange ich direkt mal an, und zwar, ich bin auf die Feuerskills gehypt, wie ich gerade schon gesagt habe. Da freue ich mich richtig drauf. Sie sehen erstmal extrem cool aus, und wenn sie jetzt noch Schaden machen würden, dann wäre für mich im Prinzip nächste League schon super, super, super gut spielbar. Feuerskills sollen einen extremen Buff bekommen. Teilweise habe ich ein bisschen mit den Ohren geschlackert, als ich gesehen habe, dass Flame Blast, ich glaube, pro Stage 50% mehr Damage bekommt. Ignite Changes zusätzlich, Elementalist Changes, und auf dem Passive Tree wird noch ein bisschen was verändert, was nochmal mehr Feuerpenetration gibt, mehr Feuer Ignite Schaden. Da wurde einiges gemacht, um dann ein paar gute Feuerbilds zu machen. Weil ich persönlich finde, Feuerbilds sind mit die coolsten im Game und machen mir zumindest mit am meisten Spaß, weil sie einfach cool aussehen. Und ich hoffe, dass ich den Flame Blast dann als League Starter spielen kann. Auf Elementalist natürlich.
Und dann werde ich mal gucken, was wir da erreichen können. Das wird das erste Mal wahrscheinlich bei mir, wenn es so bleiben sollte. Natürlich muss ich noch die Patch Notes abwarten. So das erste Mal von mir, dass ich einen ungetesteten Skill oder einen neuen Skill direkt von Lidstadt ausspiele. Ich wollte schon mal Spectral Shield Throw machen, habe es aber zum Glück nicht gemacht. Der Skill war ja im Prinzip auch unterirdisch. Vielleicht werden sie da ja auch noch mal ein bisschen den Hebel ansetzen, aber die haben so viele Sachen, denke ich mal auch, die sie überarbeiten wollen. Dann wollen sie die Master noch überarbeiten und so. Und man muss einfach froh sein, dass wir einfach einen Publisher haben, der alle 3 Monate so einen krassen Content-Update bringt, wo man sagen muss, dass das, ne, die leben von unseren Microtransactions und ich finde, das finde ich ultra krass. Ne? Also, was hast du dazu, Ole? Ja, also was sage ich dazu? Also wo ich mich bis jetzt zur Zeit am meisten darauf freue, sozusagen, ist die Anpassung um das Skill Tree. Klingt komisch, ist aber so, weil ich finde das, was ich immer total gut finde, ist so, wenn man schon vor der League sozusagen sich überlegt, sozusagen, Mensch, ich will den und den Skill spielen. Zum Beispiel bei mir wäre es, wir gehen einfach mal davon aus, ich spiele jetzt mein Totembild. Und dann gucke ich halt sozusagen, okay, was hat sich im Skill Tree verändert? Was kann ich für Nodes jetzt stattdessen mitnehmen? Was ändert sich für mich? Okay, was passiert, wenn ich die mit reinnehme? Diese Basteln davon, dieses zurecht basteln. Das finde ich, macht irre Spaß. Und sozusagen auch irgendwelche überlegen, Mensch, wie sieht das aus, wenn ich irgendwelche neuen Items nehme, die jetzt sozusagen da sind. Wie zum Beispiel, was ich jetzt auch in der letzten Bestialität gemacht habe, ich habe die Krabbenrüstung mir besorgt, weil ich gesagt habe, Mensch, die ist für mein Bild richtig, richtig cool. Die will ich haben. Das will ich ausprobieren. Und solche Geschichten, das macht auch nicht Spaß. Und wo, was, und auch was mich am zweiten, wo ich mich dran, wahnsinnig darauf freue, ist auf den League-Start allgemein. Das ist halt immer das beste Event überhaupt. Und wie Das gesagt, stimmt. bei der League-Mechanik, da brauche ich noch mehr Infos zu tun. Da bin ich jetzt, wie gesagt, Genau. da springe ich noch nicht auf diesen Hype-Train auf, weil ich sage, ich warte ab, bis ich mehr Infos habe. Ich denke schon, auch wenn ich jetzt eben sozusagen so ein bisschen die Stimme sozusagen dagegen vertreten habe, bin ich trotzdem positiv optimistisch, dass sie diesen Balance-Akt schaffen, weil, wie du am Anfang des Eingangs schon sagtest, dass sie sehr, sehr, sehr weit sind. Sie hatten viel, viel Zeit, auch für das Balancing und so. Und deswegen denke ich schon, dass wir nicht ausgesperrt werden. Auch wir langsam reiferen Spieler werden hoffentlich nicht ausgesperrt werden, sondern auch die Möglichkeit haben, diese Pyramide zu erklimmen. Weil da hätte ich an sich, ich hätte schon Bock drauf. Ich finde das immer schön, wenn neuer Content ist und wenn man sagt, sozusagen, ja, ich habe es geschafft, diesen neuen Content zu legen, entweder alleine oder in der Gruppe. Ja. Genau, das ist sozusagen mein Fazit, das ich sozusagen zum neuen League bis jetzt habe. Und deswegen, wie gesagt, ich bin vorsichtig optimistisch, um auf deine MTX-Frage zu kommen. Ja, ich finde es auch total krass, dass das so funktioniert. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe in das Spiel schon wesentlich mehr gespielt, Geld gesteckt als in so einen normalen Vollpreistitel. Ja. Aber das ist es mir auch wert, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden ich hier schon rein versenkt habe. Und es macht mir immer noch Spaß. Und deswegen sage ich, dann ist es wert. Vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es mir über ist, wo ich sage, nee, ich habe keine Lust mehr darauf, aber zur Zeit macht es noch so wahnsinnig Spaß. Und ich setze das immer in Relation. Wenn ich zum Beispiel dann ins Kino gehe für einen Film, der 2 Stunden hat, der kostet mich dann 12 €. Und Ohne hier was zu essen. bezahle ich. Und genau, und das noch nicht mal Popcorn dabei. Und hier Auch für bezahle ich 30 meinetwegen Euro. für mein Supporter-Pack, nehmen wir mal das größere, der kostet mir 60 Dollar, sind roundabout 50 €. Das sind 3 bis 4 Kinobesuche, aber ich bin wesentlich länger Spaß, wenn ich möchte. Und da ich kein monatliches Abo-Modell habe, habe ich auch nicht diese Verpflichtung, oh Mensch, ich habe hier ein Abo, ich muss spielen und so. Und deswegen, ich bin ein absoluter Freund dieses Modells. Und vor allem, was ich schön finde, es werden keine Leute ausgeschlossen, weil es gibt ja genügend Leute, die sagen, nee, also tut mir leid, also das Spiel finde ich toll, aber ich kann mir diese ganzen kosmetischen MTX einfach nicht leisten. Das gibt mein Portemonnaie nicht her. Und du wirst nicht gezwungen, diese kosmetischen MTX zu kaufen. Es Genau. wird keine ausgeschlossen. Das finde ich halt gut. Das einzige sozusagen Premium-Stash-Tab, da wird man quasi schon fast gezwungen zu, muss man so sagen, ist einfach so, weil wenn du traden willst und so, brauchst du Premium-Stash-Tab. Aber das ist jetzt nicht so übermäßig teuer, nicht so, dass man sagt, boah, kann sich keiner leisten. Und deswegen auch bei den kosmetischen Sachen wirst du nicht dazu gezwungen, dass da halt wirklich keiner ausgeschlossen wird. Das finde ich gut. Ja, also muss ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ich mag es auch, ehrlich gesagt, die neuen Supporter-Packs, Leute, habt ihr euch die schon mal angeguckt? Ich bin ja hier, ne? Nicht, dass ihr wieder sagt, ich bin Ausbeuter, ja, aber kauft sie euch. Die sehen so geil aus. Habe ich jetzt schon ein paar Komplimente hier von meinen Viewern bekommen. Das eine Portal sieht so hammermäßig cool aus.
Und ich meine, ich sehe das genauso wie Ole, ne? So, und wenn ihr das Geld habt, dann holt es euch. Wenn nicht, dann lasst es, ne? Aber ich denke, für so viele Stunden, ich weiß, ich will gar ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie viele Stunden ich auf allen Charakteren habe, sonst wäre ich traurig. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nie bei einem Spiel das Gefühl, so ein starkes Gefühl gehabt, dass ich oder so viel Spaß in dem Spiel gehabt, ja. Also ich habe ja jahrelang Diablo 3 gespielt und ich kann das jetzt auf jeden Fall ganz deutlich sagen, dass mir PoE so viel Spaß macht. Und auch wenn ab und zu mal da platzt einem die Hutschnur, ja, wie ihr bei mir manchmal auch sehen könnt. Aber das Ding ist halt, das sind halt nur so, ne? Und ich meine, ein Spiel, was einen so weit auf die Palme bringen kann, finde ich, ist schon ein Spiel, was wert ist zu spielen. Also, PoE können wir einfach sagen, da sind wir auf jeden Fall auf den richtigen Zug mit aufgesprungen, finde ich. Und ich habe auch ehrlich das Gefühl, dass bei PoE, da ist doch lange nicht alles so weit entfaltet, wie es sein könnte. Hier hat auch vorhin einer im Chat geschrieben, solches Gruppenspiel können sie natürlich noch überarbeiten. Sie können aber auch noch viel an den Mastern zum Beispiel machen, dass sie sich nicht mehr wie Hausaufgaben nur anfühlen. Sie können auch noch viel an Skills ändern natürlich, ja, aber ich habe das Gefühl, die gehen immer weiter in die richtige Richtung, ne? Und das ist halt wichtig, auch wenn meine League dabei ist, die uns alle irgendwo nervt und so, aber im großen Ganzen kann man sagen, wenn als wir angefangen haben, das Spiel zu spielen, hat es schon Spaß gemacht. Wenn ich jetzt zurückblickend 1,5 Jahre zurückschaue, zu heute, muss ich sagen, das Spiel hat sich definitiv positiv verbessert. Es gab viele Sachen, die noch mal ein bisschen die Würze reingebracht haben. Ich denke, für Anfänger wird das natürlich nicht einfacher, ja, je mehr reinkommt. Deswegen habe ich auch immer gesagt am Anfang, also oh, jetzt noch mehr, noch mehr, noch mehr. Alle 3 Monate so ein fettes Update und da muss man halt schon irgendwie mit dabei bleiben, um teilweise Leute, die ein Jahr nicht mehr gespielt haben, kommen zu mir ins Stream und sagen, ey, Chupa, was ist denn hier überhaupt los? Ja, ich habe gar keine Ahnung mehr, weil das Spiel sich komplett gewandelt hat. Ne? Und das sind so Sachen, die wir als Spieler, die wirklich fast jeden Tag spielen, einfach nicht mehr sehen. Und das entwickelt sich auf jeden Fall gut. Und da sind wir auf jeden Fall auch bei einem guten Spiel, denke ich, wo wir viel Spaß auch noch in der Zukunft haben können. Ne? Kurze Überleitung, vielleicht zu kleinen Projekten von mir und Ole nochmal. Und dann kommt einmal die Märchenstunde. Ja, also vielleicht soll ich anfangen, Ole? Oder? Oh ja, fang du gerne an. Ja, Also so ein ich bin, bisschen du hast ja starten. was richtig heißes Eisen im Ofen, da bin ich auch noch mal Richtig. was das zu hören. Richtig, richtig. Also ich habe ein richtig heißes Eisen im Ofen, das hast du richtig erkannt und gesagt. Ich gehe mal ganz kurz auf meine Liste und zwar seid ihr da auch wieder mal mit dabei und zwar könnt ihr mir helfen. Ihr könnt mir helfen dahingehend, dass ihr, hier ist mein neues YouTube-Projekt, das poste ich mal. Das ist frei, das heißt, nicht alles ist frei. Also die ersten beiden sind schon gelockt. Das ist mein neues YouTube-Projekt, in dem ich 5-Minuten-Videos mache, ganz wichtig 5 Minuten. Das soll PoE to go heißen. Und da möchte ich von vorne nochmal alles aufrollen. Weil ich habe hier auf unserem Kanal die Videos angeguckt, die sind alle halt durch die Bank weg, irgendwie links, rechts, oben, unten. Ein paar Videos wurden auch schon ganz schön oft geguckt und so, das ist ja alles schön. Aber das Ding ist, dass teilweise habe ich das Gefühl, dass es einfach viel zu unchronologisch ist. Ja, das heißt, also ich möchte, ihr könnt euch, auch wenn ihr jetzt Anfänger seid und sagt, ey, Chupa, ich würde gerne helfen, aber doch, ihr könnt mir natürlich, könnt ihr mir helfen. Indem ihr einfach Anmerkungen reinmacht. Die zwei, also diese Zeilen hier vorne sind alle gesperrt, damit ihr keinen Schabernack treibt, damit meine ganze Arbeit hier nicht weg ist. Aber hier Anmerkungen Viewer sind nicht gelockt. Das heißt, hier könnt ihr irgendwas reinschreiben. Ich helfe Chupa. Ja, könnt ihr solche reinschreiben. Und da könnt ihr einfach eure Ideen reinschreiben. Ich habe das chronologisch versucht zu machen. Und ihr könnt da einfach ein bisschen was reinschreiben. Lull. ADTR. Genau, und da könnt ihr reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich das staffeln soll. Es soll wirklich von, ich weiß absolut nicht, was PoE ist, zu 100 Videos, zu ich komme eigentlich ganz gut klar hier in dem Game. Ne? Und so eine Videoreihe ist, denke ich mal, ein bisschen ambitioniert. Ich werde das wahrscheinlich nicht morgen fertig haben, aber ich habe mir so mal gesetzt, so 50 Videos bis Ende nächster League. Will ich definitiv schon raus haben, deswegen die ersten 50 sind am wichtigsten. Und falls ihr mir helfen könnt, ich bin jetzt im Fernsehen,
Ja, Marco, ja, du bist im Fernsehen, Marco, keine Ahnung, wer Marco ist, aber ja, Marco, du bist im Fernsehen. Und ich wäre auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr mir helft. So, ich meine, den ganzen Input, teilweise weiß ich halt auch nicht ganz genau. Ausrufezeichen, Ausbeuter-Coins, was ist ein Schupa und wo bekomme ich sowas her? ja, Leute, genau, jetzt wenn ihr mal euren ganzen Schmuh da vergesst, Kappa, ja, mache ich auch nochmal weg. Oh, da hast du einen Fass aufgemacht Ja, jetzt. genau. Also Leute, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, schreibt es hier rein. Jetzt nicht vielleicht sofort, es sind noch gerade ein paar Trolle da und so. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir so ein bisschen helft, so ein bisschen die Chronologie zu machen. Das wird mein neues YouTube-Projekt. Wenn ihr bei YouTube noch nicht gefollowt habt, macht es auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe da natürlich eine schöne Serie damit aufzumachen. Und ich denke, das wird was, was sehr vielen Leuten helfen könnte und darum geht es halt hier in PoE, ne? Und Back to the Roots sozusagen und PoE to Go, das neue Projekt von mir. Jetzt einmal ein kleiner Überschwenker zu Ole. Da bin ich auch mal übelst gespannt, weil da sollte irgendwann was kommen. Ja, ich habe jetzt auch noch mehrere Sachen. Also was ich jetzt immer noch am Wickel habe, ist das Hörbuch. Ich wollte eigentlich schon viel, viel weiter sein, als ich jetzt bin. Aber ich habe festgestellt, ab dem zweiten Akt wird es richtig, richtig, richtig schwierig. Ich habe jetzt in diesem zweiten Akt, ich habe eben mal kurz schon mal überschlagen, in diesem zweiten Akt habe ich schon über 100 Stunden rein investiert. Also das Schreiben. Ich habe es zweimal komplett verworfen, zweimal komplett neu angefangen. Und es ist eigentlich sehr, sehr schwierig, aber das hört sich jetzt komisch an, es ist sehr, sehr schwierig, aber es macht halt trotzdem Spaß. Und der zweite Akt wird auch kommen, aber es wird sich noch ein bisschen ziehen, weil ich will halt sozusagen die Kontinuität dann erhalten, weil der erste Akt, in dem passiert halt nicht so viel. Und im zweiten Akt sind halt sozusagen schon Sachen drin, die halt wirklich das weiteren Spiel, sozusagen die weitere Story halt wirklich beeinflussen und so. Das ist halt wirklich super, super schwierig. Und was dann noch parallel dazu kommt, weil ich halt gerne auch meinen kleinen Stream sozusagen weiterführen würde, muss ich halt so dann gucken, dass ich die Zeiten damit eintakte, dass ich sozusagen immer die richtigen Projektzeiten finde. Und nebenbei habe ich noch ein YouTube-Video gerade noch in der Mache. Das kommt noch vor der nächsten Leak, weil ich wurde jetzt auch schon Oh. öfters gefragt, hier so Mensch, ich hätte eigentlich auch Bock, die Challenges zu machen, aber jetzt sozusagen ist mir alles viel zu teuer, viel zu stressig. Wie mache ich das? Und da will ich nochmal so ein Guide machen, weil das man kann, wenn man sozusagen schon beim Leveln anders vorgeht, kann man sich da sozusagen viel, viel Zeit und viel, viel Stress ersparen am Ende. Und deswegen, es gibt da, ist ja noch viel, viel, viel in der Pipeline. Also die Videos und so kommen alle auf dem German All-Stars YouTube-Kanal. Also einfach da mal regelmäßig draufschauen. Und falls ihr noch nichts ge gemacht habt, abonniert den. Klickt auch gerne die Glocke, weil dann kriegt ihr im Feed immer Bescheid, wenn da was Neues hochgeladen ist. Und was ganz wichtig ist, liked die Videos und gebt auch gerne unten unter Videos eure konstruktiven Kommentare, weil nur durch eure Kritik, nur dadurch können wir wachsen. Wo ich mich auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanke für die konstruktive Kritik und unter dem Hörbuch, auch unter dem ersten Versuch, weil das hat mir unheimlich viel gebracht, weil ich da viele, viele Sachen jetzt sozusagen verbessern konnte und so. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an euch und ihr seid einfach eine wunderbare Community. Ja, und da ihr so wunderbar seid, habe ich jetzt gerade mal das Dokument gelockt. Da waren irgendwelche lustigen Leute mit am Start oder mindestens einer. Bist ein Held. Auf jeden Fall werde ich das demnächst mal wieder freischalten, aber nicht jetzt. Da sind mir zu viele Trolle drin. Und ja, was da wieder geschrieben wurde, Leute. Wie alt seid ihr eigentlich? Oder wie alt ist die Person, die das geschrieben hat? Echt mal. Und habt ihr schon wieder die Formatierung rausgenommen? Also echt mal. So, Entschuldigung, Ole. Ja, also bei Ole wird auf jeden Fall einiges geköchelt, bei mir auch. Wir sind natürlich immer bestrebt, da ein bisschen was Schönes zu machen. Und ich hoffe, euch habe ich es nicht definiert. Na gut, da geht doch noch was rein. Ja, Leute, hört mal auf mit dem Schmuh. So, ich gucke jetzt nicht mehr in die Tabelle. Ist mir egal, was ihr da reinschreibt. Ich habe meine 100 Videos sowieso schon ab. Wenn ihr mir helfen wollt, die hilfreichen Sachen übernehme ich natürlich. Und wenn ihr Lust habt, versucht es einfach mal so ein bisschen mitzuhelfen. Ja, Ole, dann würde ich sagen, machen wir unsere kleine Märchenstunde.
Oder? Was meinst du? Ja, also ich bin dafür. Ich hab mir extra für heute durchs MTX geholt. Hast du extra dafür MTX geholt, okay? Also Ja. ich bin schon als Wolf gekleidet. Also Ich ich habe bin. eine Ja? Kopfverdeckung. Ich kann immer in deinen Hideout. Kann ich in deinen Hideout rein? Mal schauen, sonst. Ja, ich kann dich immer inviten. Visit, sonst invite mich einfach mal. Accept und dann komme ich mal einfach mal in deinen Hideout. Dann, ja, ich habe mich einen wunderbaren neuen Kopfschutz mir geholt. Okay. So, mal gucken, Da bin ich ja gespannt. wo stehst du? Da stehst du. Zeig mal her. Oh, jetzt stehen die Zombies alle rum. Mal gucken, Ja, ich muss komm diese mal hier Zombies runter. mal Komm kurz mal töten. hier runter. Ich glaube. Sieht sehr, sehr cool aus. Ja, das sieht sehr, sehr cool aus und passt eigentlich auch ziemlich gut. So Leute, du bist ja jetzt so voll gegiert, oder was? Ich hab ein bisschen getrickst, ja. Ich habe zwar die Dings an, den hier Soul Mantle hier, siehst du das? Ich bin auch im Mädchenkleid, Okay. aber ich habe jetzt bloß halt irgendwas gecastet, weil ich hatte den Skilltree nicht. Ich musste den Skilltree erstmal wieder zusammenbasteln. Ich habe jetzt erstmal irgendwas reingehauen. Ich weiß nicht, eigentlich sollte ich Damage machen, aber ich weiß es nicht. Ich kann es Na dir nicht gut. sagen. Ich habe es nicht getestet. Also ich habe nicht mal Movement Skill dabei, ne? Also Movement Skill verboten. Okay, Movement Skill verboten, warte, nehme ich noch meinen raus, weil ich habe Cheat Charge. Eigentlich sollte ich nämlich Damage machen, aber nehmen wir Cheat Charge raus. Mal gucken, Flash over hier, Cheat Charge nehmen wir mal raus. Damit wir gar nicht. Ach, warte mal, wir können hier einfach sozusagen den normalen Movement reinlegen. Zack, machen wir so. So. Weil das wäre jetzt nicht aus Versehen dann hier auf die rechte Maustaste drücken und dann hier einfach rummoven. Das wäre ja Blödsinn. Und ich habe keine Ahnung, ob ich Damage mache. Also ich habe jetzt einfach den Skill Tree reingehauen. Ich müsste eigentlich Damage machen, aber ich habe keine Ahnung. Okay, ist ja, ne, ich mache auf jeden Fall kein Damage, ja, aber. Warte mal, sonst mache ich noch mal die Spektrum weg. Warte mal, ich hau die Spektrum mal weg. Ja. Genau. So. Dann machen wir die Spektrum mal weg. Warte mal, den Golem können wir auch noch mal weg. Wo ist der Golem? Wo ist der Golem? Stone Golem, weg mit dir, Golem. So, jetzt haben wir nur die schönen Zombies. Das muss lang. Jetzt müssen wir erstmal wissen, wie viel Chaos passen in dein Inventar. 60, wenn du sie einzeln Nee, stapelst. die einzelne. Also mit einem Chaos. Ein Chaos, genau, das Das sind Inventar hat nur 60 60? Felder. Nee, nee, Das nee. Ja, doch, achso, das doch, sind. doch, 60. Okay, das ist ja ein Chaos-Ding, klar. Warte, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ich Jo. muss mein Inventar nochmal schnell frei machen. Warte mal, haben wir irgendwo irgendwas? Witch So. Remove, haben wir noch irgendwo ein Witch-Fach da mit Witch-Fach? Und dann schmeißen wir das hier mal da rein. Oh, guck mal, was für Sahne-Stückchen ich hier auf Stand rumliegen habe. Ein Lekoserne. Mensch, ich. Oh, lecker, lecker. Hab hier richtig den. Mit dem Kran, Kram am Start. So. So, Inventar ist frei. Ne, warte mal kurz, ich kann das mal anders machen. Und hier ist, kann mich, wo stehst du gerade? Da stehst du gerade. Warte, ich stelle mich nur neben dich, dass die Leute nochmal den tollen Helm sehen können. Der sieht echt geil aus, ey. Ist das Chaos-Helm oder Ja, das ist der Chaos-Helm. was? Okay. Pulse Der Lex Chaos. Topmodel, sowas schreibt man doch nicht reins, Leute. Ja, echt mal, ne? Ich Schön weiß auch frech. nicht, ich weiß nicht, was er geschrieben hat, aber ich will es auch gar nicht wissen. Es kann nur irgendwas, irgendein Blödsinn gewesen Ja, sein, hat der irgendwo, hä? Hurensohn, hat er geschrieben. Ah! Weiß nicht, er wollte uns, glaube ich, sagen, was er ist, aber gut. Also, was wir jetzt machen werden, Leute, ich mache jetzt ein Gamble auf. Gamble. So. Und. So. Gamble open. Und also ihr könnt 100 Sparonen bis 1000 Sparonen wetten. Und der Gewinner bekommt 500 Sparonen auf jeden Fall. Plus seinen eingesetzten, plus den Pot noch. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also ich mache ein paar mehr. Und zwar, wir haben 60, ne? Okay. Und Resi gekippt. Oh, nicht ganz.
Also ich bin nicht feierriesig gekippt. Aber das Ding machen wir auch mal aus. Also. Weg. Okay, also, ihr könnt 100 bis 1000 Chuperonen wetten. Die Betting-Option ist einfach Ausrufezeichen Bet und dann Hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je nachdem. Also, wir machen jetzt ein kleines Märchen, ja. Und das Märchen heißt so eine Mischung aus Rotkäppchen und Hänsel und Gretel. Und zwar bei Hänsel und Gretel war es ja so, dass die da so eine Brotkrumen spuren. Und ich lege eine Chaosspur für Ole, ja. Und wir werden jetzt einmal eine Map rollen. Wir haben ich habe hier kein Damage oder sonst was. Wir laufen hier eine T11er Map mit Double Beyond. Und keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn wir nichts töten. Aber ja, ich glaube, die Mobmasse reicht dann schon, ne? Gut, also auf jeden Fall müsst ihr einmal sagen, wie viele Chaos von den 60, ich werde dir immer mal wieder einen raushauen, wie viel Chaos Ole einsammeln kann, bevor er stirbt, okay? Wie viel Chaos kann er einsammeln von 60? 1 für 0 bis 10, 2 für 11 bis 20, 3 für ne, und so weiter. Na, alles klar. Also immer jeweils 10 Stufen. Und wie gesagt, wir machen da Sextanten drauf, habe ich mir gerade gedacht. Ja, brauchst du noch welche oder hast du? Nee, nee, da habe ich. Oh Obwohl, ja, auf Standard kann ich wo ist Spider Forest da? Okay. mich. Auf Standard kann ich mich mit Sextanten Zoot schmeißen. Und ich habe auch vor allen Dingen mein Atlas auf 107. Was? Lol. Ich habe mein Atlas hier auf Standard auf 158 von 157. Wie geht das denn? Die habe ich auch, 158 von 157. Hä? Achso, weil die eine Map ist raus, nämlich die Perandus Mana. Ah, und die wird mit reingezogen. Ah, okay. So Leute, ich habe hier schön was draufgerollt. Oh, Beachhead, Schrank schreibt die Beachhead-Map, die zählt als. Achso. So Leute, also ihr habt gesehen, wie viel. Zwei sagen viele, fünf sagt Schleicher. was passiert, wenn ich sterbe? Ich kann mir. Dann kann ich keine Chaos mehr einsammeln. Dann gewinnt halt auf jeden Fall weil du kannst ja, ich kann ja nicht mehr sammeln, als da Ja, ist. also wenn Ole oder ich sterben, ja. Also ich habe im Prinzip keine Items an. Wir laufen hier in T11er Map. Und ich bin schon gespannt, dieses voll sextantet. Ich hoffe ja, dass die Zombies uns ein bisschen wegtanken, aber ich habe alles andere ausgemacht. Also die Zombies tanken nur weg, sonst habe ich nichts an. Ich habe Okay. keine Aura an, ich habe nichts an. Ich hab auch keine Flasks oder sowas, ne? Die musst du auch Okay, also, rausmachen. genau, die Flaschen muss ich eigentlich rausnehmen. Eigentlich dürfen wir keine Flaschen drücken. Genau, ich nehme die Ja. Flaschen mal komplett raus. Warte. Ohne Flaschen, sonst wird es ja unlustig. Warte, ich Ja, muss hier mal irgendwas dann machen. bette 1000 auf 1, Frank. Wenn ich 2, 3, 10 mache, bevor ich rippe. So, Flaschen sind alle raus. Bett 0 wäre am sichersten. Nee, Bett 0 bringt ja nichts. Ja, Bett 1 reicht doch. Dann 1 ist von 0 bis 10. Muss man Ja. das hier? Das hier nehmen wir auch nochmal raus. Super for President. Dankeschön, Holzauge, mein Lieber. Das nehmen wir auch nochmal raus, weil das macht auch Damage. Das nehmen wir auch nochmal raus. Für die ganzen aktiven Sachen alle raus. Ich hätte nämlich noch Flash Offering und Cast Damage Tank mit drin. Das fliegt nämlich auch raus. Fortify, das ist beim Dings drin. Das ist okay. Sonst ist kein Cast Damage Tank mehr. Ne. Okay, der Rest. Dann kriegst du. Okay. Na Okay. gut. Wie viel Dann Leben nur. hast du jetzt? Leben habe ich. Ich glaube, ich habe mehr Leben als du. Ich Ich habe hab. 5000. Oh. Also geh mal bitte auf 4000. Okay, warte, wir können noch. Wir ziehen einfach mal gucken, wo wir sind. Hier Zombies drin. Hier sind Haste, Desecrate, Convocation und Increased Duration. Die brauchen wir nicht. Können wir ausziehen. Ziehen wir die Hausschuhe aus. Deine Gürtel brauchen wir auch nicht. Weg damit.
Wir wollen ja gleich Ich sterben. schwöre, Curse on Hit Support, brauchen wir auch nicht, weg damit. Das wird so geil, Alter. So, Ring, ach, brauchen wir auch nicht, weg damit. Amulett, ach, weg damit. Wir brauchen Amulett. Ring, ach, weg damit. Ja, ach, weg damit, ey. So, jetzt habe ich das hier angelegt, jetzt bin ich bei 4000 Leben und ich bin ich riesig? Ich hab mir schon bestimmt nicht mehr, oder? Ne, meine Defense sind so minus 41, minus 28, minus 41, minus Okay. 60. Sehr schön. Also das hört sich richtig gut an. Kann ich meinen An Ja, klar, kannst du umändern den Einsatz. Ich Ja. lasse das jetzt noch so 2, 3 Minuten laufen. Und ihr könnt uns jetzt, also wie gesagt, wir werden jetzt so ein bisschen Rotkäppchen. Ich bin der böse Wolf, ja. Und ich bin auch die Brotgruben-Tante, die. Nee, oder nee, das haben ja Hänsel und Gretel ja selber gemacht, ne? Damit sie den Weg zurückfinden. Und Ole ist der Rabe. Ole ist der Rabe, der die Brotgruben auffrisst, ja. Und so, dass ich nicht mehr zurückkomme. Ja, das ist die kleine Märchenstunde, die GA-Märchenstunde, Leute. Einfach neu eingeben, ja. Ja, da sind einige sind da sicher, geben gleich 1000 ein, 1000 Sparonen, aber Oh, ich viele bin. nur 100, Ja, also 500. ich habe jetzt auch keine Ahnung, weil wie gesagt, ich bin nicht riesig, ich habe jetzt weniger Leben. Ich habe keine aktiven Skills dran. Ich habe nur die Zombies jetzt. Die jetzt mal gucken, ob die dann hier alles wegtanken können oder ob die einfach zu schlecht sind. Ja. Oder ob Chupa einfach stirbt. Also, ich habe die Hoffnung, dass die Zombies uns so ein bisschen was wegtanken, bevor wir dann halt über in den Norden springen, damit wir zumindest ein, zwei Karos aussammeln können. So, viele sagen immer nur ein. Also ich kann keine 10 Chaos rauswerfen. Na, Leute. Da unterschätzt sie uns aber hart, Das ja. bleibt alles so, wie es Schleicher jetzt sagt ist. 5. Und es wird dir hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Okay, Ja, Leute. ich laufe jetzt halb nackt hinter Schuper hier. Stimmt, ey. Süßer, süßer Ah, Po. guck mal, barfuß laufe ich hinter Schuper her. Süßer, Barfuß im Nachthemd süßer Po. hinter Barfuß im Schuper Nachthemd, Leute. Gerade aufgestanden. her. Weil Chupa und Ole können das. Alter. Chupa Instant One-Hit. Sich nackt hinterherrennen, sind so Prost. Alter, Leute, das wird auf jeden Fall richtig rippy, ey. Ihr habt, glaube ich, nicht gesehen, oder ihr habt es gesehen, wie viele Sextanten ich hier draufgeworfen habe. Also diese Map hier hat ein Breach, Poisonous Monster, was haben wir noch? Physical Monster, Invasion Boss. Ja. Und ich sag mal, die Map an sich ist auch schon ziemlich nice gerollt. Achso, Ole, wir haben übrigens Elemental Equilibrium. Ah, Bringt Elemental das dir Equilibrium überhaupt und dann irgendwas? Minusresistenzen. Da lass mich ja kurz in den Inventory Nein, nee, gleich noch nicht. reingehen. Ja. Mal gucken, da, wie viel Resis ich habe. Weil mit Elemental Equilibrium, da dürfte ich dann ja quasi irgendwo bei minus 9000 liegen, so ungefähr. Ungefähr. So, Leute, seid ihr fertig mit den Bets? Ich gebe jetzt Chupa 10 Sekunden. Los, noch ein Wal drauf. Da ist jetzt schon offen. Okay, Leute, ich close das Gamble. 31 Leute sind dabei. So, ich wünsche euch allen viel Glück. Wir werden so sterben. Oh ja, yeah, So. okay, dann komme ich mal mit rein. Okay. Dann schaue ich mal Defense. Defense 8 schon. Der Minus, oh, das ist richtig schön Minus. Also da hittet mich alles. Also wenn da irgendwas Alien-Schadenmäßiges reinkommt, da bin ich instant tot. Ja, ist ja gut. Ja, ich habe einen. So, Leute, jetzt geht's los hier. Einen hat er schon. Einen Oh, hat ich er darf ihn. schon. Oh, ich verliere den Anschluss. Da ist er. Oh! Oh. Oh nein! Oh nein! Oh. Oh nein. Nein, ich kann da nicht lang! Nein, ich kann da auch nicht lang! Oh, das ist der Gott! Breach. Lass mal die Breach aufmachen. Nein, auf gar keinen Fall! Oh, was stimmt? Ah, oh, Oh, wieder au, zurück ins au. Portal. Ah, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Wo ist Chupa? Ja,
Ah, er ist gestorben! Ich bin tot! So, Leute, die hat er noch nicht aufgesammelt. So, Leute. Ja. Also, wie viel haben wir denn hier noch? Also, ich glaube, ich habe. Ich glaube, die Leute mit 2 haben gewonnen. Aber ich muss nochmal gucken. Ist das geil, so. Oder Leute mit 1. Ich guck mal rein, bei mir im Inventar. Ich habe jetzt 9 Stück. 9 Stück habe ich bei mir. Er hat 9 gesammelt, das heißt, die Leute mit 1 haben gewonnen. Also, das waren ziemlich viele, die 1 gesagt haben, ne? Also, Leute. Easy. Gamble, Winner. Ach komm, das machen wir jetzt nochmal, aber umgekehrt, würde ich sagen. Ich überlege. Ja, ich hau mir mal ein paar. Ich kann dir die geben, warte. Nummer 1. Stimmt, du hast ja schon einzelne Stack im Stack. Oh, Alter, 10.000 Schuparonen wurden gebettet. 14, also die Hälfte hat jetzt gewonnen. Ja, nice, Leute. Hättet ihr mal mehr gebettet. Hättet ihr mal mehr gebettet. So, Leute, neues Gamble ist offen. So, und jetzt machen wir es mal umgekehrt. Chupa ist Gretel. Ne, Chupa ist der Rabe. Chupa ist der Rabe. Oh nein, meine schöne Liste ist weg. Open. Hätte ihr sonst, falls du willst, noch eine neue Map? Achso, ja, ich hab die ja schon gut sextantet. Ah, stimmt, du hast ja schon sextantet auf. Ne, dann nehmen wir natürlich wieder eine Spider Forest. Hast du noch Spider Forest, oder? Ja. Okay. Kann ich gleich rollen. So. Ich schau mal, ob ich... So. So, Leute, neues Betting ist offen. Was ich schon immer mal fragen wollte, ist der Zuschauer des Begriffs von so einem POE eigentlich buggy oder geht die nur bei mir nicht? Ich glaube, das ist buggy. Ja. Streng dich an, Schuba, ich bette alles. Ja, sehr gut, Olaf. Ihr habt gerade gesehen, wie Ole verreckt ist, aber er muss ja auch nicht, ne? Ja, ich musste auch nichts rausschmeißen, also eigentlich. Soll ich dir die Dinger geben? Wenn du sie schon einzeln hast, ja, dann bringt es schon noch. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn die einzeln sind. Ich glaube, dann stapelt sich. Stapelt sich? Ich hoffe, er macht da jetzt keine Stacks raus. Sonst muss ich nochmal umstacken. Ja, hier ist ein 10er-Stack, den hast du gerade, aber. Ja, die ist endstack ich dann wieder. Das können wir jetzt gleich mal nicht ausprobieren, ob die dann stackt im Inventar oder ob er die dann. So, und dann ist er irgendwo. Wo ist der 9er-Stack? Der ist irgendwo. Ach, da ist der 10er-Stack. Und mal schauen. Ach, er macht Stacks draus. Ich muss jetzt alle nochmal anstacken. Ja, okay, nice. Du kannst noch ein bisschen was erzählen. Ich anstecke dir mal eben hier. Ja, ich kann die Map rollen. Dann. Spider. Das ist noch eine alte Spider-Forest, Leute. Oh, der Klassiker. Damals, als Spider-Forest noch Spider-Forest war. Ich will ja bloß halt eben alle eben schnell anstecken. Nicht, dass wir dann hier falsche Voraussetzungen schaffen. Das dauert hier einen Moment. Immer Shift-Klick, Shift-Klick, Shift-Klick. So, die nehmen wir. So, Leute. So, ich habe die Hälfte habe ich schon angesteckt. Das dauert noch kurz. Kannst ja noch mal irgendwas erzählen. Mit deinen möglichen Chaos Remoney Trade Erlösen kannst du Afrika versorgen. Ja. Dankeschön für dein Follow, Thomas. Boah, das ewige. Ja, das dauert übelst ewig. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mir schon mal die Chaos vorher schon mal vorgesteckt vorhin, aber. So, wir haben 15 Bets, Leute, komm, 20 kriegen wir dann noch voll hier. 20-2.
Was machst du da? Wir sind Hänsel und Gretel, Ole und ich. Wir sind Hänsel und Gretel und er legt die Brotkrumenspur und ich bin der böse Wolf und der Rabe aus außerdem. Ja, der Wolf und der Rabe gleichzeitig. Eine Kombination aus Wolf und Rabe. Ja, genau, aus Wolf und Rabe. Das ja, jetzt fragen schon ein paar Leute, was wetten die? Also wir haben eine Wette auch offen. Wir machen jetzt hier Hänsel und Gretel Märchenstunde bei GA. Und zwar Ole wirft die Chaos raus in meinen Einsatztext und ich muss die aufheben. Und ihr seht ja mein Gear, Oles Gear auch. Wir haben keine Flask, keine Skills, kein Movement Skill, kein gar nichts. Und wir spielen eine voll sextanded Spider Forest Map. Ole ist fertig mit Umstecken. Ich würde sagen, Rabe und Wolf, genau. Also du bist Rolf. Rabenwolf, Rolf. Super, dann ein Rabwolf oder ein Wolbe? Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So Leute, wir lassen jetzt noch ein paar Leute rein. Ihr könnt also Ausrufezeichen Bett und dann eine Zahl und dann Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem. Wie viele von 60 Chaos wir einsammeln oder ich einsammeln werde. Keine Skills, also so wie immer. Genau, Alter. Ja, du sagst 3, sagst jetzt, Alter. Ist ja interessant. Ist ja interessant. Hast gesehen, wie gerade mein Leben gedroppt ist, ne? Also ich wäre eigentlich schon früher als Ode gestorben. Necrovision. Dankeschön, mein Lieber. Bett, ja, Ruvebo, Bett. Garo sagt immer noch eins. Garo, fall mir nicht so in den Rücken. Sollte noch genug haben. Das könnte sein, bei deinem Partner-Event, da gab es ja ein paar Ein paar, Schokaronen. ja. Für Subs, ja. War auch Flickerspinnen dabei, die sind böse, ja. Alles ist hier böse für uns. So, Leute, ich mache das Ding jetzt zu. Ich glaube, wir sind jetzt fast bei 20. Gamble close. Dann auf, ja. So. So, der Rolf ist jetzt mit am Start. Okay, dann. Ja, geht schon langsam an einigen der Stift, die eins gebettet haben. Ja, komm, komm nochmal rein, komm nochmal rein. Das war unfair, Leute. Das war unfair. Soll ich nochmal Ja, laufen? komm nochmal rein, aber die Spinne ist hier. Also ich meine, so ein Viech. Oha. Muss hinter dir laufen. Ah! So. Leute, jetzt geht's hier los. Okay, mal hier, oder gehen wir links? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Nein, nein, nein! Nein! Oh Mann. Das hast du mir richtig, richtig dreist hingelegt, ey. Oh, verdammt, ey. Oh. Ah, Leute, ey. Restart, wenn schon. Ja, Restart. Ja, ich wäre auch für den Restart. Und ihr so? So, Leute. Gamble, Winner. Schon wieder die 1. Schon die Ja. Eins, also. Wie viel Prozent haben wir auf die 1 getippt? 40 nur und 48 auf die 2. Das war die Runde. Gibt's jetzt Doppelcoins? Ich bin enttäuscht, Schupa. Ey, er hat mir den einen Chaos hat er mir so hingelegt, ey, dass ich den gar nicht aufheben konnte. Und dann habe ich diese Flicker-Strike-Spinnen, wo Mumu-Kuchen gesagt hat, oder Schokokuchen, der hat nämlich gesagt, die Flicker-Spinnen. Und der hat mich dann umzingelt und ich war halt einfach mal 3 Hits oder so. Was soll das? Da ist die Runde vorbei und du sagst einfach nochmal. Ey, Leute, nach zwei aufgehobenen, echt mal, ne?
Und vor allem das Ergebnis ist das gleiche geblieben. Wir Das sind wird im das gleiche gleichen geblieben, Range ja. geblieben. Aber ey, guck mal, nach 3 Chaos, ey, wir wollen doch hier mal ein bisschen Spaß haben, Leute. Die 2 hat gewonnen. Hä? Hä? Mumukuchen, was denn das widerliches? Warum sage ich ja doppelt, weil ihr zweimal gemacht habt. Ja, nach 2 Aufgaben hast du verloren. Leute, Alter, wir wollen hier Spaß haben, ey. Jetzt kommt wieder hier der deutsche Hans in euch raus, ey. Ja, muss alles korrekt sein hier. Alles korrekt, ja. Leute, das ist alles so Spaß, ja. Wir machen das aus Spaß, okay? Nicht so ernst nehmen alles. Ja, auf jeden Fall ein ganz cooles Event, würde ich sagen, Ole, ne? Hier geht's um viel Geld. Anzeige ist raus. Ja. Also, ja, wer den Sinn des Spiels nicht verstanden hat, Leute, ne? Also ganz im Ernst, wir machen das aus Fun und weil wir uns selber auch ein bisschen Spaß haben wollen, ne? Und das soll halt ein bisschen das letzte Stückchen sein von unserem zur Line als Taverne. Ich glaube, Ole, wir haben heute über alle wichtigen, relevanten Themen gesprochen, ne? Sind ja jetzt so 2 Stunden, haben wir auch gesagt, soll das so ungefähr dauern. Also sind wir genau Ja. drauf gekommen. Und ja, war auf jeden Fall super, war entspannt. Und ich würde sagen, das müssen wir auf jeden Fall am Lichtstadt nochmal machen. Ne? Also das nächste Mal wäre wann, oder? Weißt du das? Der Linkshot ist Anfang Juni. Jetzt genau dort muss ich jetzt ganz sagen, habe ich gerade gar nicht Das auf dem Zettel. sechste. Aber wir haben gesagt, der Donnerstag davor, das müsste ja eigentlich Ja, der ist der 31.5. sein, ne? 31. Ja. Also da wird es auf jeden Fall um die Patch Notes gehen. Na klar, die Patch Notes sind ja am Donnerstag schon draußen. Deswegen seid auf jeden Fall mit am Start am 31. auf Oles Kanal. Den können wir den übrigens jetzt auch nochmal ganz kurz hier. Warte mal kurz, geht das so? Katalan ist Twitch. Das ist der Twitch-Kanal von Ole. Und da könnt ihr gerne auch schon mal ein Follow da lassen. Denn das nächste Mal, wir werden natürlich, ich werde vorher hier ein bisschen streamen. Und dann werden wir alle, ich denke mal, gegen 20 Uhr werden wir das machen, oder Ole? Ja, ich denke so 19, 20 Uhr um den Dreh, das Ja, weil ich ja werden erst wir auf nach jeden Fall Hause nochmal. komme da, weißt Genau, das werden wir auf du? jeden Fall ankündigen. Dann halt, Genau. wenn wir es halt genau wissen, dann werden wir es vorher nochmal ankündigen, Genau, da kann wenn ich wir nochmal. genau zu kommen. Ja, sehr cool. Genau. Ja, oder hat mich auch immer sehr gefreut, hat Spaß gemacht, ne? Und wir können uns ja auch demnächst dann nochmal zusammensetzen wegen der zweiten Sache. Und vielleicht wollten wir ja nochmal ein bisschen farmen zusammen, ne? Da hattest du ja noch eine Idee. Können wir ja auch nochmal belabern dann, ne? Genau, warte mal, ich gebe dir noch mal ein paar Chaos. Ah, ach so. Ja, die sind. Okay, jetzt können wir es auch mal selber noch sehen, ob die stacken alle wieder, ja? Krieg dich wieder ein, Karottenkeule. Da auf die Beine stellt, macht weiter so. Dankeschön, Doktor. Yes, beste Man. Hat gewonnen. Was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Und nicht einfach nur, weil er stirbt, nach 3C stirbt, so ist das Spiel Frechheit. Was ist mit dir los, ey? Digga, mal ganz im Ernst, ne? So unter uns. Also, weißt du, jetzt willst du von mir wahrscheinlich keinen Rat hören, aber reg dich erstmal ein bisschen ab, komm dann wieder, alles ist gut, so, ne? Es geht ins Spiel. So, ne? Also. Oh, Schuhe wieder anziehen. Ist ein Spiel. Und wir machen das nur aus Spaß, ne? Und dann solltest du vielleicht nächstes Mal nicht mitbetten. Das ist halt einfach, ne? Wir müssen hier keine Regeln haben. Wir haben uns das selber gestern, als wir uns zusammengesetzt haben, haben wir uns das so ein bisschen überlegt, so, ne? Deswegen entspann dich, schau jetzt, geh jetzt mal einen Film gucken oder so, ne? Und dann sehen wir uns dann morgen wieder oder so. Entspannt. Ja, Ole. Ja, hat auf jeden Fall, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich gehe jetzt mal wieder rüber auf Race. Und ich habe gehört, da habe ich noch ein paar Exalteds von dem Mirror, den ich gestern von Udo geschenkt bekommen habe. Hast du das eigentlich mitbekommen, Ole? Ja, hast du mitbekommen. Ist Den hat er er. übrigens auf einer T2-Map gedroppt, Ja. interessanterweise. Also Leute, ihr könnt ein Mirror auch in den niedrigen Tiers finden. Also von daher, Ja, wisst ihr Mirror ist Bescheid, immer, Leute. Mirror genau. könnt ihr sogar in der Coast schon finden, wenn ihr lucky seid. Und ihr könnt auch kleine Maps farmen, das ist auch okay.
Genau, ich würde mich an dieser Stelle dann schon mal verabschieden. Ich gehe dann auf die andere Seite und gucke von außen wieder im Stream zu. Ich bin gespannt, was da Schönes dann im Race von uns vorbereitet. Ich werde auch wieder ins Race auf meine Solar Cell Phone Char wechseln und Ja, da ein cool. bisschen. Streamst du heute noch, oder? Heute nicht mehr, erst morgen wieder, aber ich werde dir gleich zugucken. Okay, super, Ole. Dann bis denn, ne, hat Spaß gemacht, Digga, und wir sehen uns. Ja, wir sehen uns dann auch nochmal. Vielen Dank an die Zuschauer und dann, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Gebt gerne Feedback ab, Verbesserungswünsche etc. Schreibt uns an, löchert uns, sozusagen nur mit eurer Hilfe können wir wachsen. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure konstruktive Kritik. Das ist mal großartig. Und dann beim nächsten Mal wird es noch besser, noch schöner, noch größer, noch toller. Es wird fantastisch. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, schön dabei gewesen sein zu dürfen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Hau Bis rein. denn. Jo. User left your channel. Ja, das war doch mal ein schöner Abschied von Ole. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, finde ich, mit ihm. Ich mache mal kurz hier Licht an. Jetzt wird langsam schon übelst dunkel draußen.